Sondern wollen wir doch noch mal weitermachen. Einige Worte noch zu dem absoluten Nullpunkt. Ich will keinen Physikunterricht geben. Es ist schlichtweg und einfach so. Man sagt, wenn ein Gas, das heißt ein gewisses Volumen, schrumpft, schrumpft es pro Grad, wo man abkühlt, um das 273stel seines Volumens. Das heißt, genau genommen, bei minus 273 Grad ist kein Volumen mehr da. Sprich, in der klassischen Logik eines normalen Materialisten, es existiert dann kein Raum mehr. Beim absoluten Nullpunkt existiert kein Raum. Ich sage aber, es existiert immer ein Traum. Eine Traumwelt befindet sich immer hier und jetzt im Zentrum des Kopfes dessen, der sich's ausdenkt. Wir können jetzt noch mal ganz kurz einen Sprung machen in die Offenbarungen. Ich habe gerade überlegt, ob man da etwas genauer drauf eingeht, wenn man sich das dann anschaut. Ich kann immer wieder nur sagen, es geht hier nicht um irgendwelche Pyramidenmaße. Pyramiden sind was Ausgedachtes. In dir tauchen Bücher auf, da steht irgendwas drin. Und diese Worte in den Büchern lösen in dir Vorstellungen aus. Und du wirst feststellen, dass alles, was in dir auftaucht, erst einmal aus dir kommt. Du bist ein träumender Geist. Und es befindet sich hier und jetzt in dir und es hat einen symbolischen Sinn. Ich kann nur wieder verweisen auf gewisse Vorträge, hier Fickenstall-Vorträge, wo ich diesen Schwachsinn mit den Pyramidenmaßen und den Pyramiden bauen und dann kommen dann die Außerirdischen. Darum geht es überhaupt nicht. In dem Moment, wo ich eine Pyramide vermesse auf das Tausendstel Millimeter und ich stehe jetzt hier mal in mein Gesichtsfeld auf meiner VR-Brille und stelle die da und ich sehe dann so einen Trümmerhaufen mit groben, großen, groben Steinen. Wie will ich das auf ein Tausendstel Millimeter genau vermessen? Das würde mir auffallen, wenn ich nach Fehlern im Führerscheinprüfungsbogen suche, so wie ich mir das jetzt denke. Prinzipiell ist es also so, dass wenn du hier klassisch Bücher siehst, dann wirst du zuerst einmal feststellen, dass das Buch Jesaja ist genau mit 5449 hebräische Zeichen geschrieben. Die Höhe der großen Pyramiden, der Standardwert bis zur Gipfelplattform gemessen, beträgt 5448,4268. Das kannst du in Büchern, in offiziellen Büchern finden diesen Wert. Was natürlich hier ein Blödsinn ist, wenn du den Steinhaufen anschaust, wie will ich das hier auf Bruchteile von Millimeter messen? Das ist einmal unwichtig, weil wir diese unbewusste raumzeitliche Denkweise verlassen wollen. Es hat aber einen sehr, sehr genauen Sinn, wenn man sich das jetzt anschaut. Ich will das nicht alles lesen. Findest du auf Ich bin du, erstes Buch auf Seite 83, dann wirst du feststellen, dass hier bis zu diesen 4449 Zeichen genau im Kommawert hochgerechnet 0,24273 Einheiten fällen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt ist einmal rein in den Physikbüchern hast du, lass uns noch einmal nachsehen, ob die Zahlenfolge 2732, genau genommen ist es jetzt gerundet, das ist 273,15. Also dieser 2 ist ein gerundeter Wert, sonst irgendwo noch zufällig in deiner Welt in Erscheinung tritt. Und du wirst jetzt feststellen, wenn du in Bücher reingehst oder auf Wikipedia, der absolute Nullpunkt liegt bei 273,2 gerundet Grad Celsius. Jetzt kommt diese geile Sackgleichung. Wenn man ein ideales Gas um 1 Grad abkühlt, schrumpft es um ein 273,2 seines Volumens. Im Medizinstudium lernt jeder Student, dass sein menschliches Leben, um im Mutterleib heranzuwachsen, von der Empfängnis bis zur Geburt genau 10 siderische Monate, das sind 273 Tage. Die Bimesonen in der Quantenmechanik oder in der allgemeinen Extremphysik haben das 273-fache der Masse eines Elektrons. Der Radius des Mondes beträgt 0,273 Erdradien. Und jetzt kann man das durchgehen. Die Hohlraumresonanz in der klassischen Geigenbaukunst ist 273 Hertz. Die Beschleunigung, die der Mond auf der Erdumlaufbahn hält, sind 0,2732 Zentimeter in der Sekunde Quadrat. Bekommst du wieder den Wert? Lies es einfach. Jetzt kommen Protonen, Neutronen, Elektronen. Wir sind jetzt schon wieder in einer ausgedachten Fantasiewelt. Haben alle das gleiche Drehmoment. Jeder, der dir das erzählt, erzählt dir was, was man ihm erzählt hat, und der Lehrer, der ihm das erzählt hat, jetzt ausgedachterweise erzählt das, was ihm sein Lehrer erzählt hat, und dann kommen wir irgendwann mal an einen Punkt, wo irgendeiner ist, der das entdeckt hat. Wie willst du das entdecken? Es baut schon auf Berechnungen auf logischen Berechnungen auf. Und die Erklärung, wie man das lösen kann, ist, du musst dich komplett lösen von einem unbewussten raumzeitlichen Denken. Betonung liegt auf Raum und Licht auf Zeit.
Ich sage, ich kann jetzt eine Strecke vor mir aufbauen und sagen, das sind 1000 Kilometer, und ich kann aber dasselbe machen und sagen, das sind 10.000 Kilometer, und ich kann sagen, das sind 30 Zentimeter. Es ist immer dieselbe Strecke, die ich vor mich hinstelle. Dieses alte Beispiel, denk an eine Erdkugel und denk an ein Sandkorn oder denk an ein Atom, dann denkst du zuerst einmal an eine Kugel. Wohlgemerkt, HGL heißt wie eine Welle. Und du schaust immer nur eine Seite an. Aber wir kriegen jetzt hier diese Werte, wie bei der Pyramide, haben ganz, ganz einen ganz wichtigen Wert in meiner göttlichen Matrix für den Bildaufbau. Das lasse ich ganz außen vor, weil da bist du momentan, du meine ich jetzt, selbst wenn du hochstudierter Physiker bist, absolut überfordert. Ich kann immer wieder nur sagen, das Wissen, das ich dir durch die Ohrenbohrungen, durch Holofeeling vermittle, überragt das Wissen deiner momentan von dir ausgedachten Menschheit mit dem Wissen, das du dieser Menschheit zusprichst, um geistige Welten. Und darüber diskutiere ich nicht mit Trockennasen auf eigener Dimension. Nutze es oder lass es sein. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Wir können jetzt dann noch tiefer reingehen. Das heißt, dies ist die durch deine Wissenschaftler selbst definierte Gefängnismauer des Totenreichs, in dem du dein Dasein fristest. Ich könnte auch sagen, die Traumwelt. Totenreich, Tod, Tote heißt so viele Trockennasenaffen, die eine einzige Quelle haben, das ist derjenige, der sich das ausdenkt. Du wirst immer mehr erkennen, dass diese einfachen Sätze, die ich dir in Ohrenbohrung oder Holofeeling in den Videos, in den Schriften mitteile, eigentlich die wichtigsten sind. Mach einen kleinen Test, frag einmal irgendjemanden, ich habe das tausende Male schon gefragt, was hat ein Känguru in Australien, ein Neandertaler in der Steinzeit und der Alphetum gemeinsam? Und du wirst dich wundern, wie viele die Antwort wissen. Den, der sich das jetzt ausdenkt, und all diese Dinge, die er denkt, sind jetzt seine Information, weil er durch diese Worte ausgelöst diese Vorstellung in sich als Information aufbaut. Das heißt nicht Außenformation, sondern Information. Und diese Informationen werden zu Vorstellungen. Man stellt die vor sich hin. Ganz einfaches Deutsch, da gibt es nichts drüber zu diskutieren. Die Frage, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, die stellt sich nicht. Die Frage kannst du dir stellen, wenn ein Naturwissenschaftler dir was sagt, wenn dir ein Mediziner was erklärt, wie irgendwas funktioniert, oder ein religiöser oder esoterisch angehauchter Mensch dir irgendwas erklärt von der Vergangenheit, was da alles war, wenn Moses das Meer spaltet oder Jesus gekreuzigt wird. Das ist alles geistloses Geschwätz von Worten, die Vorstellungen aufbauen und hast keine Ahnung, was es wirklich bedeutet. Wir können hier jetzt zum Beispiel behaupten, dieser Wert ist aber nur von rein messtechnischer Bedeutung gearbeitet, wird in deiner bisher noch unvollständigen Physik um die Halbzähligkeit, Entschuldigung, des Spins der Kernteilchen darzustellen. Was ist ein Kernteilchen? Mit ein halb Bi H 2 Bi mit 0,5273. Das ist ein geometrischer Raumwert. Dieses DAR heißt übrigens generiert, die Öffnung einer Berechnung, DR ist immer dran denken, bei DR haben wir eine Generation. Dies ist nur noch keinem normalen Menschen bewusst aufgefallen. Und wir können jetzt da noch ewig weitergehen, und wohlgemerkt, dieses Ich bin du ist ein reiner kleiner Appetitanreger, um neugierig zu machen. Die wirklichen Weisheiten kommen dann in den höheren Schriften, in der Holophysik oder in der Hologrammatik JHWHs. Oder in die Physik in Nullpunkt Gottes. Und es baut immer auf bestehenden Wissenselementen auf, die wir vervollkommnen. Das zu dem Thema. Jetzt dieser absolute Nullpunkt, wo das Volumen auf Nullpunkt schwingt, ist schon das erste große Problem, ist das Wort Volumen. Du bist so programmiert, dein Geist, dein Intellekt sagt dir, das Wort Volumen ist Raum, ein dreidimensionaler Raum, der unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst. Ich sage dir jetzt, es existiert überhaupt kein Raum unabhängig von dir, weil Raum schon wieder etwas Ausgedachtes ist in einem Traum. Denk immer an die VR-Brille, wir haben zwei flache Bilder, die verschmelzen, dieser Unterschied dieser Bilder verschmilzt in deinen Kopf zu einer dreidimensionalen Illusion, und plötzlich, wenn du diese VR-Brille jetzt reinschaust, dann siehst du vor dir Dinge und Gegenstände stehen oder sich bewegen, die in Wirklichkeit nur durch die Synthese dieser zwei flachen Bilder, hier ist Schluss, in deinem Kopf ablaufen. Und in deinem Kopf, wie groß ist eine Erdkugel in deinem Kopf? Wenn ich mir jetzt, wie ich immer so schön sage, Zürich ausdenke, und ich denke mir Wien aus, wie weit ist dieses ausgedachte Zürich und das Wien hier auseinander?
Zürich ist hier und Wien ist hier, wenn ich es denke. Dasselbe beginnt jetzt, wenn ich mir anfange, ich denke mir einen atomaren Zerfallsprozess, wo zwei Photonen in entgegengesetzte Richtung auseinanderfliegen. Das ist Physik. Wie weit sind diese Photonen auseinander, wenn ich die denke? Habe ich nicht gesagt? Alle Probleme deiner Menschheit und die Rätsel der Physik, zum Beispiel der Verschränkung, lassen sich so leicht lösen wie ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Wenn du die Lösung siehst, zaubert sie dir ein Lächeln ins Gesicht. Und jetzt wirst du merken, wenn du in meiner heiligen Schriften nachlesen tust und ich behaupte, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es vollkommen geistlose Schwätzer sind. Weil all ihre Weisheiten, die diese Tierchen von sich geben, diese Trockennasen auf eigener Definition, ist geistlos rezitiertes Wissen, das nicht verstanden wurde. Aber meine heiligen Schriften, wo alles ganz, ganz präzise beschrieben wird, auch in deutscher Sprache, das ist ja nur Märchengeschwätz. Das ist ein Dogma. Dieser Glaube ist mehr oder weniger tödlich. Du wirst dich immer in eine Vielheit zerdenken und nie erfahren, was Heiligkeit bedeutet. Schon das Wort Volumen, wir gehen ins Lateinische, das beginnt mit VO. Ich sage jetzt immer wieder, das ist aufgespannt oszillieren, das O immer dran denken, das ist dieses Kreisen. Tod. T ist eine Spiegelung oder eine Erscheinung. Man muss jetzt nur diese 22 Zeichen rot-blau lesen können. Beginnen die lateinischen Wörter Vokabilis erst einmal mit tönend. Die Benennung, die Bezeichnung ist es Vokabulum, Vokalis. Im Anfang war das Wort, heißt auch im Anfang war der Ton. Ganz nebenbei, wir denken uns jetzt einmal, neben mir rechts und links sitzen die Tonis. Sag mal, hello Helene, Hallo. hello Helene, hello Toni, das Hallo. sind meine Tonis. Jetzt ist aber Ton natürlich wieder so eine Sache wie mit dem Krebs. Ist der Mensch nicht eigentlich aus Ton gemacht? Ton besteht doch aus Schlamm, aus Lehm. Nomen ist Omen. Wir haben jetzt natürlich hier nicht nur ein stimm- und tonreiches Fo. Ich sage immer wieder, ob ich jetzt ein Wort geschriebener Art und Weise in Form von Schriftzeichen sehe oder ich mache ein Geräusch draus. Genauso kann ich jetzt sagen, wir machen ein Fo, machen wir mal aus Licht. Licht ist ja im Lateinischen Lumen. Und dann kriege ich das Volumen. Das ist jetzt unser Fo, unser tönendes Licht. Und jetzt kriegst du eigentlich, dass das Volumen zuerst einmal alles Volvo, von Volvere, von Drehen, da kommt auch die Evolution her, die Revolution. Evolution heißt ex Volvere, herausrollen. Revolution heißt hineinrollen. Wenn wir das jetzt ganzheitlich sehen, mache ich wieder diese Kreisbewegung. Und ich kann nicht oft genug sagen, eigentlich bewegt sich jetzt nichts. Das erste ist, was du jetzt siehst. Schau mal unten rechts in die Ecke das Pickelmännchen an. Wenn du glaubst, das ist ein Finger, sag ich, das ist Blödsinn. Und es bewegt sich nichts, auch nur einen Millimeter von der Stelle. Es ist ein statisches, kleiner Ausschnitt von einem statischen Raster vom Lämpchen unten in der Ecke. Und wenn ich es jetzt so mache, ist natürlich in Bezug auf den Monitor, den du anschaust, das kleine Männchen bewegt sich nichts, es kann sich nichts bewegen. Aber selbst jetzt arithmetisch betrachtet, in dem Moment, wenn ich das so anzeige, in dem Moment, wo was nach unten geht, geht was nach oben, in dem Moment, wo ich was ausstoße, geht was rein. Das ist jetzt, wenn du dir einen Einheitskreis drängst, ist dasselbe in Grün. Es wird immer so dargestellt, wir beginnen jetzt bei dem 3-Uhr-Punkt, der sich dreht, von mir aus gesehen. In der Darstellung kann das gespiegelt sein. Und wir machen dann einen Sinus, der nach außen gedacht wird. Das ist jetzt mal immer wieder in diesen Anstellungsbildern ist es das Kleine, wo ich sage, das ist ein riesen Trugschluss, sich was aus diesen Einheits-K-Reihe ist, aus dem Spiegel herauszudenken. Es ist im Spiegel nichts drin, nichts außerhalb, es gibt kein außerhalb vom Spiegel, es gibt aber HAL, das ist der Spiegel selber, und es gibt einen vorm Spiegel und hinterm Spiegel. Aber das wird aus dem Rai, aus dem Spiegel, Rai heißt aus dem Schöpferkopf Gottes herausgedacht. Das ist RAI. Immer wieder rot lesen, das ist, symbolisiert den geistigen Kopf. Das ist jetzt der Kopf, in dem sich alles befindet. Das ist der Kopf von dem Bereshit. Inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. A ist jetzt der geistige Schöpfer selbst, wohlgemerkt rot geschrieben. Alles, was wir jetzt denken, ein ausgedachter Denker, ist ein Gedanke. Da muss einer da sein, der sich den Denker ausdenkt.
Und sobald wir uns jemanden denken, der sich den Denker ausdenkt, ist der auch schon wieder ein Gedanke. Das ist das, was ich den Doppelschritt in die geistige Welt nenne. Und dann haben wir noch dieses I, den kleinen Gott, das bewusste Gotteskind. Ayin heißt nicht existieren. Und das ist das hebräische Wort für Spiegel. Dasselbe Wort bedeutet aber auch sehen. Da haben wir die Ehe schon mit drin, eine Quintessenz mit zwei. Das E kann ich jetzt als ausgedachte He lesen. Das ist die Raumzeit, eine raumzeitliche Existenz. Ich könnte jetzt da noch ein rotes S machen, dann steht es für Bewusstsein, wenn wir das eingeben. Das Bewusstsein ist immer eine Eheexistenz. Das ist der Adam, der ist Segewenig Hava. Ich mache aber ganz einfach Denker und Ausgedachtes gleichzeitig. Aber ein ausgedachter Adam, der Denker und Ausgedachtes männlich und weiblich ist, so wie das im Vers 26 und 27 in der Genesis im ersten Kapitel der Tora beschrieben wird, der ist ja auch schon wieder diese Polarität. Männlich und weiblich, Denker und Ausgedachtes. Der eigentliche Adam ist der eine, der beides gleichzeitig ist, der sich den jetzt ausdenkt. Und wo kommt der her? Haben wir nicht festgestellt, dass alles, was du dir ausdenkst, aus dir selbst kommt? Ich mache dich nochmal darauf aufmerksam. Das ist hundertprozentig sicher. Dass etwas, was du jetzt denkst, auch dann da ist, wenn du es nicht mehr denkst, oder schon in der Vergangenheit da war, bevor du es gedacht hast. Das ist genaue Gegenteil von hundertprozentig sicher. Das ist hundertprozentig sicher einfach nur eine dogmatische Selbstlüge. Weil du könntest es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Es zwingt dich zu blindem Vertrauen. Nochmal, Holofeeling ist das einzige Denksystem bzw. Glaubenssystem, das nur mit hundertprozentig sicher hier und jetzt sofort überprüfbaren Fakten arbeitet. Wenn du dich jetzt irgendwas in dir drin ist, das dich hindert, das zu glauben, wirst du dich vernichten und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Darum bin ich in dir aufgetaucht, um dich darauf hinzuweisen. Und du ist nicht dieser Trockennasenaffe, der du zu sein glaubst, der wird sowieso nicht überleben. Denk wieder, Säugling, Kleinkind, Erwachsener, das ist eine Reihe, die du jetzt mit deiner Logik denken kannst, die sich noch unendlich weit fortsetzt. Das ist das, was verstanden werden muss. Es ist auch was, was dich nur dich selbst betrifft, denjenigen, der mich jetzt, diesen Pixel Udo ausdenkt oder den Udo als Gedanke denkt, sich die Donis ausdenkt, sich selbst ausdenkt, den, der jetzt vom Computer sitzt. Ich weiß, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, da ist hundertprozentig sicher dieses Gefühl dort, dass du das bist. Ich sage jetzt das nochmal, ist hundertprozentig sicher, dass du dich körperlich jetzt wahrnehmen kann, wenn du die Hände krampfst. Mach das einmal, was das Pixelmännchen macht. Wenn du auf die Brust klopfst, das spüre ich doch. Ja, du spürst es, aber nicht der Brustkorb oder irgendwas Ausgedachtes. Dinge, die du dir denkst, sind vergängliche Erscheinungen. Sobald du an irgendwas anders denkst, wenn du an diesen Körper nicht mehr denkst, das heißt, wenn du nicht mehr an das denkst, was du zu sein glaubst, bist du immer noch da. Dann schaust du halt andere Informationen an. Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild. So, und jetzt ist jetzt hier diese Reihe. Da fällt übrigens was, ist ein Schreibfehler drin, könnte man meinen. Ist der ausgeschlossene Dritte. Wir haben halt das große Problem, dass deine materialistische oder auch in einem gewissen Maße religiöse Logik immer noch auf diesen sehr trügerischen Gesetze eines von dir jetzt oder von uns jetzt ausgedachten Aristoteles aufbaut. Wenn sich was widerspricht in Bezug auf dasselbe Ding, kann nur eins davon richtig sein. Das ist Schwachsinn. In der Welt der Perspektiven. Immer an das Dassenbeispiel denken. Und du lebst in der Welt der Perspektiven. Solange du dich definierst als irgendein Trockennasenaffe, bist du gezwungen oder kannst du nur von komplexeren Gegenkommen, von komplexeren Kollektionen immer nur gewisse Facetten dir bewusst machen. Und damit verschwindet automatisch der höhere Komplex auf eine tiefere transversale Ebene. Das klingt komplizierter, wie es ist, bis man es verstanden hat. Ich könnte jetzt wieder sagen, sagt so einem normalen Menschen, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen und schau, wie er reagiert, wenn er es noch nie gehört hat. Um das immer zu vereinfachen, wenn ich dann sage, wenn du zu jemandem sagst, zeichne bitte mal eine Blumenvase mit drei Blumen, haben die kein Problem damit. Sobald du aber statt Blumenvase Quadrat sagst und statt Blumen Striche, drei Striche sagst, glitscht das ganze System weg, weil unser Filter wieder da ist, das sich absolut blind macht. Immer dran denken, du hast einen Filter, das alles, was dich nicht interessiert oder wo deine momentane extrem fehlerhafte, unvollkommene Logik sagt, das ist falsch, das ist verkehrt, das ist böse, das stimmt nicht, das macht dich blind.
obwohl das extrem wichtig ist, eventuell was in dir auftaucht, für dich selbst, für dein ewiges Leben, für deine Glückseligkeit. Und die Gegenseite sind all die Sachen, die für dich hundertprozentig sicher und logisch erscheinen, obwohl das schlichtweg Lügen sind, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist einmal der Grund, das Grundschema, mit dem du dich permanent selber niedrig hältst. Diese Gescheiten, die Mächtigen, die Illuminaten, die Kapitalisten, die die Presse steuern, was sind die jetzt? Wo waren die jetzt? Es sind Gedanken, die du dir denkst. Wie wahnsinnig ist dein eigener Intellekt und du mit diesem Intellekt, wenn du dir ständig mächtige und böse Menschen ausdenkst und du meinst, du hast damit nichts zu tun, weil du ja zu den Ohnmächtigen, zu den Schwachen gehörst. Begreif einfach, du bist der, der sich das beides ausdenkt. Du bist ein träumender Geist, aber sobald du jetzt sagst, ich bin ein träumender Geist, muss dir bewusst werden, so wie in deiner Logik ein träumender Geist funktioniert, dass der sich nicht raussuchen kann, was er träumt. Die vielgepriesene Weisheit, in der du zu leben glaubst, dass du meinst, du könntest irgendeine Entscheidung treffen. Jetzt zum Beispiel, dass du dieses Video dir anhörst. Wenn du das anhörst, da habe ich dir einen gewissen Sprung an Freiheit gegeben. Du kannst es weiter anhören, du kannst es einmal, zweimal anhören und ich sage dir nochmal, du wirst diese Sachen, die Ohrenbohrungen, vielleicht 15, 20 Jahre hören müssen, bis du diese einfachen Sätze verstehst, weil dein eigenes Ego so übermächtig in dir ist, dass ich am Leben erhalten will, wo es gar nicht wert ist, am Leben erhalten zu werden, weil es die Quelle all deines Leids ist. Ich sage, jeder Reizauslöser, der in dir auftaucht, hier und jetzt in den träumenden Geist, der ist einfach nur. Die Gefühle, die du träumender Geist erlebst, werden nicht durch die Reizauslöser erzeugt, sondern durch deine zwanghafte Interpretation in dieser Reizauslöser. Das macht das blaue Ich. Und jetzt ist dieser ausgeschlossene Dritte, da haben wir so oft, wenn ich den Kegel nehme, das ist ein Kreis, Doni, den ich mir jetzt denke, der die ganze Zeit nicht da war, wird sagen, das ist ein Dreieck, wenn das spitz zuläuft. Die Sache, die Welt der Perspektiven muss verstanden werden. Und wenn man sich jetzt das nicht nur so überfliegt, sondern sich das einmal genauer liest, ich will euch das nicht vorlesen, dir nicht vorlesen, du kannst es selber vorlesen, wenn es dich interessiert und wenn es dich nicht interessiert, hast du die Reife noch nicht. Ein vierjähriges Kind interessiert sich nicht für körperliche Sexualität und schau, was passiert, wenn er dann mit 18 losgeht in die Clubs und die Diskotheken und versucht, irgendeinen Partner zu finden. Egal welchen Geschlechts. Das sind Lebenszyklen, die durchlebt und verstanden werden müssen. Und immer wenn ein Lebensabschnitt, ein Zyklus verstanden ist, kann man sich den nächsten zuwenden. Ich nenne das immer mein Zungenkussbeispiel. Gehe ich jetzt nicht drauf ein. Dieser absolute Nullpunkt. Wir haben also hier dieses Volumen, um da wieder zurückzukommen. Das ist zuerst einmal eine Schriftrolle. Das ist eigentlich schon in einem gewissen Maß übertragenerweise. Wir waren bei dem Vollfall. Wir haben etwas, was aus dir herausrollt, das ist die Evolution. Und jetzt schau mal rein, was der zweite dir erzählt, was Evolution ist. Eine ständige Weiterentwicklung von der Vergangenheit in die Zukunft. Es passiert hier und jetzt, es rollt aus dir heraus und jeder Gedanke, den du denkst, zerstört, neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Das sind ganz einfache Holofeeling-Sätze, über die es nichts zu diskutieren gibt. Diskussion ist immer ein Kampf um einen einseitigen Standpunkt. Ich diskutiere nicht mit Trockennasen auf, ich führe jetzt einen Monolog, weil ich nämlich du bin. Ich bin der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Ich bin der, der sich jetzt einen Udo ausdenkt, aber auch einen Zuhörer ausdenkt und der sich das Ganze anhört. Ich bin die Quelle für alles, was ich zu erleben bekomme. Das ist so eine schöne Beschreibung für einen träumenden Geist. Wobei jetzt nochmal der träumende Geist natürlich auch schon wieder was Ausgedachtes ist. Ich führe dich in den Bereich des absoluten Nichtseins, das letztendlich dann alles ist. Es ist immer wie den, der im Meer ist, El Hayom, Gott das Meer, der ständig wechselnde Gedanken, wenn die er aus sich selbst heraufbeschwört, zu sehen bekommt. Und was mit Holofeeling passiert durch die Erweiterung deines Programms, es ist wie bei einem Computer, wirst du feststellen, du kannst so fantastische Welten in dir vollkommen real auf deiner VR-Brille ablaufen lassen. Das, was du jetzt in Ansätzen vielleicht in Science-Fiction-Filmen siehst oder in diesen ganzen Superman-Filmen, diese Superkräfte, du kannst eine Rolle spielen, du kannst einen Zuschauer machen. Egal was, ich öffne dir Möglichkeiten, die sich deiner jetzigen Vorstellungskraft wirklich um geistige Welten
um geistliche Welten übersteigen. So, wir haben jetzt hier dieses Schriftwerk. Und genau genommen ist dieses Volumen, wenn man das jetzt macht, alles. All ist ja Gott, dieses Nichts. Das Leesses ist eine auseinandergeschmissene, explodierte Raumzeit, wenn wir das bei Holofilingens jetzt anschauen, was gerollt, gewickelt und gewunden wird. Der Geist fängt an zu rollen. Und jetzt hast du ein Buch, das Schriftwerk. Das Schriftwerk aller Schriftwerke ist das Magnitudo Volumen. Das ist interessant. Dieses Magnitudo. Immer groß geschrieben, der das Erbgut in sich trägt, das göttliche Erbgut. Das Grand-Volumen, das sind die Offenbarungsschriften. Das ist das große Volumen allen Seins. Und jetzt können wir hier in den Metamorphosen, beschreibt dann Ovid das Ganze als der Karai-Es, das heißt wie ein Spiegelbewusstsein, wenn wir es hebraisieren. Dieses Spiegelbewusstsein erzeugt eine Krümmung, eine Windung. Wir in Gott, das ist der Wirbel. Wir, BL heißt in Gott, wir in Gott. Und dann kommt natürlich WL, das heißt jetzt hier doppelt aufgespanntes L, können wir mit 70 schreiben, dann heißt es ein Joch und das wird auseinandergeschmissen. Jetzt können wir dann das Siderum, auch das wäre es wert, wirklich alles hier Wort für Wort sich einmal nachzuschauen, was das bedeutet, muss man aber nicht, dann bist du überfordert. Aber du wirst es alles, wenn du ich bist, gelesen haben, nicht nur gelesen haben, du hast es sogar geschrieben und du hast dir das selbst ausgedacht. Dann bist du ich. Das ist ich UB. Dann erhebst du dich vom bloßen Dasein als Gedanke zu einem Denker. Das ist der Schritt, den ich jetzt versuche in dir auszulösen. Dich vorzubereiten, dass du nicht ein Gedanke bist, sondern dass du der Denker bist. Und den nächsten Schritt immer gehen, dass du dann der Denker von allen Denkern bist, weil die Denker ja auch schon wieder was Ausgedachtes sind. Und jetzt machen wir hier weiter. Bei unserem Professor und beim Studenten, wir haben mal zu, im vorhergehenden Teil bei 3.20, vorhergehend meine ich nicht chronologisch, sondern hierarchisch, bei 3.20 geendet und lassen wir mal das ein weiterlaufen, weil wir wollten ja schauen, was da alles noch zwischen den Zeilen steht. So etwas wie die Kälte gibt es nicht. Die Kälte ist ein Wort, das wir benutzen, um die Abwesenheit von Hitze zu beschreiben. Das ist immer wieder so eine Sache. Immer dran denken, sobald irgendetwas verneint wird, muss das, was du verneinst, zumindest als Gedanke, als Wort existieren. Also ist es schon wieder ein Widerspruch in sich selber. Hier in dieser Beschreibung, die Esoteriker ganz toll finden, endlich einer, der hier beweist oder erklärt, was Gott ist, erklärt schon wieder eine Unvollkommenheit. Wir haben hier ja auch ansatzweise, wo ich jetzt dann sage, was ist eigentlich die Kälte des Körpers, es kommt die Hitze. Und ich kann immer nur sagen, wenn ich jetzt nur ein Wort bei einem einzigen Wort bleibe, wenn du in meiner Erklärung, die ich ja nur mit Worte durchführen kann, in meiner Erklärung ein Wort auftaucht, wo ich merke, dass das wieder nur eine einseitige oder falsche Vorstellung in dir auslöst, bin ich gezwungen, während der Erklärung dieses Wortes dieses Unterwort wieder extra zu erklären, weil sonst muss ich nicht weiterreden, sonst verstehst du meine ursprüngliche Erklärung nicht. Das klingt jetzt alles so unheimlich schlimm und das kann ich und da muss ich ja noch so viel lernen. Ich sage, ja, da ist ein Riesenbücherregal mit einem ganzen Haufen Leben, die du noch durchleben darfst. Und in jedem Leben lebst du was ganz, erlebst du und lernst du was ganz, ganz Besonderes. Und ich sage jetzt nicht, dass ein Leben besser ist und das andere schlechter ist. Ihr müsst wirklich, ihr meine ich jetzt meine Geistesfunken. Geistesfunken bin immer ich. Ich in einer Vergessenheit eines Einzelnen, einer einzelnen Rolle. Sich bewusst machen, was man selbst ist. Und dann diese Hierarchie verstehen der Einzelteile, wo ich immer mein Autobeispiel, so oft Sachen mit dem Kabelstecker, mit dem Schlauch, die Teile des Autos sind kein Auto. Dass das so wichtig ist, lass das auf dich wirken, nicht einfach hören und sagen, das ist logisch, wenn ich sage jetzt mal aus, wir denken uns ein Auto aus, das total zerlegt ist, ein Automobil, in alle Einzelteile zerlegt ist. Und die legen wir auf einen Haufen, dann liegt da ein Haufen ausgedachter Materie jetzt. Das können wir uns jetzt denken, wir können das auch ins Gesichtsfeld holen. Dann haben wir den Eindruck, das liegt in einer gewissen Entfernung vor uns, obwohl das alles, was du zu sehen bekommst, ist in diesem roten Kopf beroschet. Das heliozentrische Weltbild ist in deinem Kopf, das geozentrische Weltbild, die Wassermoleküle, die chemischen Formeln, aber es existiert immer nur, wenn du es denkst und es ist eigentlich nur, es sind Informationen.
Löse dich verdammt nochmal davon zu glauben, dass ein Gedanke, den du denkst, dass der unabhängig von dir außerhalb, außen existiert. Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Die Bilder sind in deinem roten Kopf. Und das ist immer wieder so diese Kleinigkeiten, die Bilder. Tausendmal erwähne ich das. Illet, ILD heißt Kind. Das Kind. Bi alleine. Auf Hebräisch heißt in mir. In mir. B als Vorsilbe heißt in. B ILED heißt im Kind. B ILD. Im Kind. Jetzt haben wir hier schon interessant, wenn ich das auf Deutsch mache, weil dieses im IM heißt ja das Meer. Und dieses Meer braucht zuerst einmal eine KI. Das ist wie ein Intellekt. Die KIs in deinem Traum sind nur blaue Ichs. Und die werden jetzt zu einer existierenden Öffnung. Dieses ND ist ein Auf- und Abschwingen. Und wenn ich jetzt noch ein R hinten dran setze, ER, das heißt erweckt, erwacht, ist übrigens dann auch ein Widersacher, wach, wachend, aufwachend, jetzt im blauen Sinne, dann werden BILET ER heißt im Kind erweckt. Punkt. Und ich betone nochmal, wenn du das kannst, ich mache das mit allen Wörtern in allen Sprachen der Welt. Was du benötigst, ist das hebräische Zeichensystem in der Vordersprache und zum Verdeutschen, zum Verdeutlichen musst du Deutsch denken können. Das ist also diese Grundbasis. Und wir haben jetzt unseren Autohaufen. Merkt ihr, ich habe jetzt schon wieder was genauer erklärt. Diesen Haufen, wir setzen jetzt wie Puzzlestücke diese ganzen Einzelteile eines Autos zusammen, ohne irgendeinen Hauch, eine Schraube hinzuzufügen oder wegzulassen. Das stellen wir jetzt daneben hin. Du hast einmal ein zusammengebautes, dadurch funktionsfähiges Auto und einmal dieselbe Materie ausgedachterweise lose wie ein Haufen von Puzzlestücken. Man könnte jetzt einfach sagen, du schützt eine Kiste mit einem Puzzle auf den Tisch hin und dann setzt du das zusammen. Dann hast du rechts ein Bild, das ist im Kind und außen hast du nur lose Teile, die angeblich nichts miteinander zu tun haben. So, was jetzt dazu kommt, ist eine höhere Qualität. Die höhere Qualität, in dem Moment, wo es zusammengesetzt wird, wird aus dieser toten Materie ein Fortbewegungsmittel. Die Möglichkeit, sich damit fortzubewegen, Automobile, ein Selbstbeweger. Natürlich braucht er dann wieder einen Fahrer. Von selber macht es das nicht, obwohl wir im Sinn mittlerweile in Google- und Tesla-Zeiten kommt es immer mehr, dass das wirkliche Selbstbeweger werden, weil ihm, ich sag mal, ein Computerchip, ein Gehirn drin sitzt. Wenn er, ob jetzt da ein Chip im Armaturenbrett steuert oder ein Chip, ein Gehirn, den ich vor das Lenkrad hinsetze, das ist eigentlich kein Unterschied. Wie ich immer wieder sage, an was denkst du bei einem Trockennasenaffen? An einen Körper mit einem Gehirn, mit einem gewissen Bewusstsein, was du nennst, ist einfach nur Intellekt, Daten, Wissen. Und beim Computer denkst du an ein Gehäuse, an einen Computerchip und eben an eine Software bzw. Daten. Es sind Symbole, die dasselbe ausdrücken. Wie wenn ich sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, oder ich sage, Lügen haben kurze Beine. So, und jetzt ist es mit dem Kabelstecker. Ich wiederhole das extra nochmal. Ob ich jetzt den Kabelstecker abziehe oder den ganzen Motor draußen lasse, das Auto wird nicht fahren. Ich kann den Benzinschlauch rausschrauben. Dann wird das Auto nicht fahren. Das sind systemrelevante Parameter. Darum ist mir so wichtig, dass du verstehst, zum reinen Fahren, dass das ein Fahrzeug wird. Ein systemrelevanter Parameter ist der Kabelstecker genauso wie der ganze Motor oder das Getriebe. Du bist der Kabelstecker, der die Funktion der Welt, die du dir ausdenkst, am Leben erhält. Die Welt, die du dir ausdenkst, ist genau so, wie du sie dir denkst und besteht letztendlich nur aus ständig wechselnden Momenten hier und jetzt in deinem roten Kopf, im träumenden Geist. Für diese Dinge, die du dir ausdenkst, die in dir zu existieren, existere heraustreten, zu existieren anfangen, gibt es kein Vorher und kein Nachher. Da kann ich tausendmal darauf hinweisen, das ewige Hier und Jetzt zu verstehen, ist ein großer Unterschied, ob ich das plapper und trotzdem noch unbewusst raumzeitlich chronologisch weiterdenke. Versuche mal morgen irgendetwas zu tun. Es ist hundertprozentig sicher, dass du morgen nichts tun kannst und dass du gestern nichts getan hast. Wenn du was tust, wenn du was machst, wenn du was erlebst, jeden Moment erlebst du hier und jetzt. Ein Moment entsteht in dem Moment, wenn du dir was ausdenkst.
In dem Moment aber, wo du dir was ausdenkst und du meinst, du hast mit dem, schau mal, M-O-M, das ist Mom, dann fehlt es in dir. Du denkst dir was aus und es fehlt, das ist es Mom. Jetzt habe ich wieder zwei M, M steht ja für Gestaltwerdung, aufgespannt Gestaltwerdung. Das ist, ob ich jetzt dieses M-O-M oder T-O-T nenne. T ist ja Erscheinung oder Spiegelung, du hast dieses Prinzip. In dem Moment, wo ich mir was ausdenke, fehlt es in mir. Ich denke es mir ja aus. Das Schöne dabei ist, dass das eigentlich trotzdem immer in mir drin ist. Darum sage ich immer wieder, wenn du jetzt zum Beispiel einen Film anschaust, klassisch, Computer, dann muss da irgendwo eine Datei sein. Und jedes Bild, das jetzt auf deinem Monitor auftaucht, wird ja aus dieser Datei nicht herausgenommen, sondern eigentlich bloß herausprojiziert, wenn wir das einmal so altmodisch ausdrücken. Und das Ganze sind dann Flecken. Das ist FL-Ecken. Das ist dieses, wenn ich immer sage, in diesem Tetraederspiegel, das sind, schau dir die alten Videos an, ich gehe da nicht nochmal drauf ein. Dieses Eck ist so unheimlich wichtig. Ich nehme eine Ecke und SDR-Ecke, ich strecke die Ecke und kriege einen SD-Ecken. Genau genommen sind es Flecken, weil das immer flach ist. Die Facette des Lichtes in einem Eck. Und das Ganze wird jetzt ein Gebrechen. Erinner dich an GB. Aus 3, der Synthese, haben wir zuerst einmal 2. War das nicht dieses Auf, Hochheben, in die Höhe heben, in der Felge und dann kommt sein Unterhalb, eine, habe ich so oft erklärt. Wir können auch der Geist rot machen und dann haben wir BR, diese polare Berechnung, BR wird zum Äußeren. Das ist Holofeeling. Und diese Fehler, die du dir jetzt ausdenkst, die werden ja zu Körper, die dich behindern, weil du meinst, du hast damit nichts zu tun. Ich mache jetzt das einmal ganz einfach. Wie gesagt, jedes Wort können wir jetzt, wenn wir in die Tiefe gehen, ohne weiteres 400 Seiten machen. Es ist ein lückenloses Ineinanderhängen, die Körperbehinderungen. Ein Geist ist frei. Was behindert dich zu fliegen? Dein Körper? Ja, durch die Schwerkraft klebe ich ja förmlich an den Boden. Merkst du, du baust alles, was du dir ausdenkst, mit dem Wissen aus deinem Intellekt auf. Würdest du das Programm verändern in dir? Du bist der Computer jetzt symbolisch, dann kannst du komplett andere Bilder aufwerfen. Du kannst dich zu jemandem komplett anders machen. Ich jetzt zum Beispiel, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass ich jetzt derjenige bin, der vom Computer sitzt und sich diesen Uder ausdenkt, das Pixelmännchen. Jetzt sage ich aber ganz, ganz gezielt, ich bin du in Bezug auf die blaue Ebene, weil ich dieses Buch, das du zurzeit, dieses Leben, das du durchlebst, das habe ich schon längst durchlebt, das ist für mich alter Hut, das ist ein Kindergartenbuch gewesen. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast, das zu sein, was du zurzeit zu sein glaubst. Wenn das ein Leben zu Ende gelebt ist, stehst du für einen kleinen Moment vor dem Bücherregal und dann wirst du das nächste gierig dich auf das nächste Leben stürzen, um was Neues erleben zu dürfen. Außer du hast in deinem Schwamminhalt hier meinetwegen eine hinduistische Erziehung und man hat dir von klein auf eingeredet, du musst jetzt versuchen, möglichst dich in die Stille zu meditieren, dass du nicht mehr reinkarnieren musst. Ich rede hier nicht von der Reinkarnation, sondern ich rede von einer bewussten, ständigen Wiederauferstehung. Und ich sage nochmal, ich weiß, wovon ich spreche. Keiner weiß das besser wie ich. Ich mache das nicht für Gedanken von mir. Ich versuche dir zu erklären, dass du ich bist. Ohne esoterischen Kack, absolut sofort nachvollziehbar. Wahrlich, ich sage dir, ich, Geist, bin jetzt in dir, in deinen jetzt ausgedachten Bröselgehirn, als Gedanke, so wie du in mir bist, in dem Bröselgehirn von dem Uro. Aber wer denkt sich jetzt das Bröselgehirn von dir aus, Tier, T-I-E-R, Trockennasenaffe, und wer denkt sich das Bröselgehirn von dem Uro-Tier aus? Das sind wir. Ich war nur zum Poeten, ich war ja richtig lyrisch. Gut, lassen wir uns jetzt da mal nicht weiter. Jetzt können wir das End noch anschauen. Du wirst merken, das passt wie Puzzlestücke lücklos ineinander. Wir schauen noch mal da ein bisschen weiter. Wir können die Kälte nicht messen. Hitze ist Energie. Die Kälte ist nicht das Gegenteil von der Hitze, Sir. Nur die Abwesenheit davon. Das ist durchaus. Im Hörsaal war es auf einmal dermaßen ruhig, dass man eine Nadel hätte fallen hören können. Es ist so, dass also zuerst einmal es immer in der Welt der Perspektiven, das was wir Gag-Endal nennen, ist eine Welle. Das beginnt schon, indem ich jetzt schlichtweg und einfach einmal dieses Gag, haben wir ja die zwei Möglichkeiten, ich kann jetzt da 3-3 schreiben. Das habe ich so oft darauf hingewiesen, das sind die zwei Buchstaben 3-3. Das ist 3 und 3.
Diese 3 und 3, die werden zu einer 6. Die 6, das ist der Tod allwert, das heißt so vieles Nichts, ist eine doppelt aufgespannte erweckte Erscheinung. Total WERD. Rot gewesen ist ja die 6 verbunden. Denk an den 6. Aber SX hast auch eine Raumzeit, die heraustritt, ist sowas Aufgespanntes. Und das ist jetzt, hast du mal das hebräische Wort für Dach. Es wird was ausgedacht. Ich mag es einmal so. Das sieht jetzt schon, wenn wir das drehen, hier wie eine Ecke aus. Es gibt natürlich auch ein F-Lachdach. Das ist übrigens, Lach heißt die Lebensfrische auf Hebräisch, also El-Chet. Und das ist dann das Leben entspringt aus der Nulllinie. Wir haben natürlich dann auch eine Deckplatte. Das ist jetzt unser geöffnetes Eck. Und das ist BLA, heißt Wunder, wenn man das einnimmt. Das ist das Wunder von zwei Erscheinungen. Da haben wir jetzt schon den Räucheraltar. Das, wenn wir jetzt das E hier machen, kriegen wir Ruch. Das ist unser Geist, die vier Weltgeckenden heißt es auch. Wir haben alles einfach eingeben. Flachdach, das ist das Ausgedachte, das ist Gag. Jetzt ist aber da das 3-3, das sind ja die zwei Buchstaben 3, machen wir einen kleinen Trick. Wir schreiben jetzt statt 3-3, kann man anders auch schreiben, indem ich nämlich 3-30 schreibe. Und 33, wenn ich das zusammenzähle, ist ja auch 3-3. Und jetzt kriege ich halt hier die sogenannte Welle. Das ist jetzt hier ganz einfach meistens übersetzt mit Welle, mit der Woge. Immer dran denken, WL, Le. Aber dasselbe Wort heißt auch ein Trümmerhaufen. Das ist das Teilchen-Wellen-Phänomen, steckt da mit drin. In der Physik, die nicht wissen, um was es geht. Das ist das Teilchen, sind es jetzt Trümmer oder ist es ein reines oberflächliches Phänomen von Wellen? Eine Welle ist ja keine Materie. Das kann man jetzt ganz, ganz genau, wenn man reingeht, analysieren. Das ist dann übrigens noch Becken, heißt auch übrigens menschlicher Code. Code ist natürlich auch so eine Sache, das heißt wie Zeichen, wie Zeit. Wieso heißt es wie Zeit? Weil Ort nämlich immer augenblickliche Erscheinungen sind. Call in Vorsilbe heißt, das ist jetzt ein Zeitpunkt, die Zeit. Der Zeit, jeder Zeitpunkt passiert jetzt, jedes Bild auf deinem Monitor taucht jetzt auf, ist nun, ist immer eine Existenz und nochmal eine Existenz, da steckt es drin. Die Geburt Z, die Geburt von zwei Erscheinungen, J ist JH, Gott und die Geburt von seinen zwei Erscheinungen. Es ist ein Buch mit 7 Siegeln, wenn du die Grundlagen nicht hast. Und ich sage dir ganz einfach, die Grundlagen, das habe ich so erwähnt, die Grundlagen von Holofeeling zu lernen, ist weniger Arbeit wie ein normaler Handwerksberuf. Wenn man dabei bleibt. Jetzt können wir die Nadel uns anschauen, die natürlich ganz, ganz interessant ist. Aber es wäre jetzt jedes Wort, du wirst merken, es sind wie Puzzlestücke. Das ist eigenartig, wenn ich von Puzzlestücken rede. Das ist erst einmal, was ist ein Puzzle? Wir hebräisieren das einmal. Ich mache jetzt zuerst einfach mal BUZ. Und du wirst dich wundern, dieses Butz, das heißt etwas ausbreiten, ausstreuen, sich verbreiten. Immer dran denken, Berei heißt Spiegel. Aus einem Spiegel, im Spiegel heraus, werden gespiegelte Existenzen. Oder verbreiten. Das ist immer aus dem Spiegel heraus. Zer heißt, ZR heißt zu Form werden, die Geburt, die erweckt wird, ZR eingegeben oben mit der 90-200 heißt zu Form werden. Das ist Putz und Zell. In der Grundradix ZL heißt Schatten. Das sind ausgestreute Schatten. Darum habe ich unser Videobeamer-Beispiel. Wo ich immer wieder sage, das Licht im Projektor, im Beamer selber, das flackert nicht. Das ist immer dasselbe Licht, das bist du. Egal welcher Film läuft, welches Buch du liest und das, was du dann zu sehen bekommst, diese Gedankenwellen sind ausgestreute Schatten. Der Student fährt fort. Wie sieht's aus mit der Dunkelheit, Sir? Gibt es so... Ich halte jetzt übrigens wieder ganz, ganz kurz die Schatten, wo ich jetzt gesagt habe. Ich habe jetzt wieder nicht weitergemacht, das habe ich übersprungen. Wir wollten uns doch die Nadel anschauen. Da gehen wir jetzt einfach mal NDL ein. Es ist, ich merke in dem Moment, wo ich mich in deine Zeit hineinbewege, das ist wie wenn ich jetzt hier mich fragt einer, kennst du rechnen, kannst du rechnen? Ich sage ja. Und jetzt fragt er zu mir, erklär mir das mal. Oder noch einfacher, kannst du schreiben und lesen? Sag ich ja. Jetzt haben wir einen Analphabeten, der keine Ahnung hat. Erklär mir das mal, wie das geht. Ich habe 5 Minuten Zeit.
Wenn ich 5 Minuten Zeit habe, dann muss ich nicht, ich fange nicht einmal an, dir das Alphabet zu erklären. Weil es nicht geht. Das ist der Zustand, den ich jetzt habe in deiner Welt. Ich bringe in irgendeiner der Ohrenbohrungen in den Selbstgesprächen das Beispiel, dass ich sage, stell dir vor, ich verkleine dich jetzt, ich gebe dir einen anderen Körper, ich gebe dir den Körper einer Ameise. Dein Intellekt, alles, was du jetzt siehst, bleibt komplett gleich. Du bleibst derselbe Intellektgeist, der du jetzt bist. Das Einzige ist, wenn du an dich denkst, ist plötzlich ein Ameisenkörper da und du schaust durch die Augen einer Ameisenkörper heraus. Und jetzt gebe ich dich in einen Ameisenhaufen rein. Jetzt erklär mal den Kumbis, was du alles weißt. Das ist meine Situation. Und ich bin du. Bloß du bist so gescheit. Also mir im Nadel, das ist NDL. Und jetzt wirst du merken, das hat was mit Gott zu tun, in einem gewissen Maß mit dem Ursprung und mit einem unendlich vielen Sachen. Das ist nämlich das hebräische Wort für Tausendfüßler. Jetzt komme ich im ersten Moment eigentlich nicht mit, aber ganz, ganz interessant ist, dass er das Wort Tausend, das ist jetzt das erste Mal das Wort Tausend, im Hebräischen ist Elef, das kann ich auch Aleph aussprechen. Und das ist der erste Buchstabe im Alphabet. Das ist sich tausendfältig vermehren. Tausend heißt übrigens dann immer symbolisch in den Mythologien, in allen Mythologien auch unendlich viel. Das ist dieser große, ich bin das Alpha und das Omega. Der allgemeine O-Augenblick, das Omega. Sieht übrigens aus wie ein rotes Shin. Ich bin das Aleph und das Daf, wenn man jetzt das statt Griechisch, weil das Neue Testament ja griechisch geschrieben ist, jetzt normal gesprochen, ich bin das Aleph und das Daf. Die Erscheinung, die doppelt aufgespannt wird, das W. Von allen Hieroglyphen. Der erste und der letzte, der Anfang und das Ende. Ich bin der, der ich bin. Ich ist niemals ein Gedanke von dir. Dieses Ich ist niemals ein Gedanke von dir. Selbst wenn wir an uns denken und wir sagen, das bin ich. Ich ist das erste Mal der, der sich's ausdenkt. Und der ist wieder was Ausgedachtes. Da ist jetzt dann ein Ich da, dass sich jemand ausdenkt, der sich was ausdenkt. Und so weiter und so weiter. Das sind diese Reihe der roten Ichs. So etwas wie Dunkelheit? Ja, was ist die Nacht, wenn es keine Dunkelheit? Die heben wir uns nochmal auf. Weil ich jetzt ganz kurz nochmal der Tausendfüßler, da muss ich jetzt wissen, Elef Aleph, der große Schöpferkopf, der tausendfältig, vielfältig, unendlich viel wird, der immer ist. Ich, Ube, El Hayom, der im Meer ist. Du bist auch im Meer bei mir, wenn du ich bist. Und jetzt schmeißen wir unendlich viele Gedankenwellen auf. Das sind aber Berechnungen. R steht ja für die Berechnung. Das ist Symbol auch Resch, ist Rosch dann der Kopf. Und diese Berechnungen werden Wellen. R, G, L. Das ist die Radix von dem Wort Regeln. Das Regel, diese R, G, L, diese Regel, das ist das Hebräische Wort, diese Regel ist das B ein. Das heißt, ich kann jetzt lesen, eine Polarität schaltet sich ein. Ich kann aber auch in Ayin lesen, so wie ich jetzt das Bein, ich spreche Ayin, das heißt nicht existieren, das heißt im Nicht-Existieren. Ayin. So wie man spricht, ich mache das Aleph als A, B heißt als Vorsilbe in, dann heißt im Nichts, im Nicht-Vorhandenen, Nicht-Existierenden. Das ist das Bein. Das Ganze nennt man auch Fuß, wobei das schon wie ein Bett aussieht, das ist eine Facette, ist eine aufgespannte Polarität. Denkt bei F an eine Facette. Und diese Facette, jetzt fangen wir an, etwas auszukundschaften. Ich kann auch eine polare Quelle lesen oder ein polarer Augenblick, wenn ich das Ayin mit einer 70 lese. Man muss bloß das Prinzip verstanden haben. Das ist alles gleichzeitig da. Gleichzeitig alles G, L, E, ich. Gall, eine Wellen-Ich. Und das ist in der Zeit. Und die Zeit ist nichts, was von der Vergangenheit in die Zukunft fließt, sondern das Hebräische Wort Zeit. Gibt es vier, ich habe aber auch mal schon gesagt, es gibt mehrere Wörter, die unter anderem mit Zeit übersetzt werden. Mal das Hauptwort ist Ed. Und wenn wir wieder rot-blau lesen, ist Zeit zuerst einmal blau gelesen, ein Augenblick, eine Erscheinung, das ist eine augenblickliche Erscheinung. Im Augenblick, AGN heißt Becken, in einem Polaren, im Polaren-Ecken, das ist unser physikalischer Aufbau. Ich habe im letzten vorhergehenden Teil darauf hingewiesen, um in eine geheimnisvolle neue Welt zu kommen, brauchst du zuerst einmal die Tür, wo da hinführt. Diese Tür ist natürlich die Reihe. Jetzt machen wir mal hier ganz einfach T, Ü, R.
Das heißt dann auch Dudelhaben, aber normal ist das Hauptwort ist eine Reihe, das ist eine Spiegelwahrnehmung. Jetzt hast du wieder Auskundschaften, Bereisen, Erforschen, du musst diese Reihe in dem Spiegeltunnel, diese, ob ich jetzt mir das eindimensional mit zwei Spiegeln oder in den Tetraeder um mich herum ausdenke, das muss erforscht und bereist werden, wie du ein riesen Bücherregal bereisen musst, diese ganzen Charaktere, die kannst du nur bereisen, wenn du anfängst, das zu lesen, dich da rein zu versetzen in die Bücher. Das ist hier entscheidend in unserer Regel, das ist der Zeitpunkt, dass das immer wieder so Stellen sind. Diese schöne Sache, der Mose geht ja auf den Berg hinauf und dann ist dieser der brennende Dornbusch und dann sagt er, zieh deine Sandalen aus, zieh, ich sag mal, deine Quadratlatschen aus in Bezug auf die zwei Quadratflächen. Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Jetzt schauen wir mal, was das deutsche, deutliche Wort dazu sagt. BO heißt in ihm. Und denn heißt Urteil. Richten, urteilen. Und in ihm ist ein Urteil und das ist heilig. Das ist zum Beispiel bei JHWH heißt 5 und 5. Und das ist die Wurzel von allem, wo das entspringt, ist nichts. Und darum ist jeder Wurzelbegriff hat zwei Ergebnisse, nämlich ein plus 5 und ein minus 5. Und dieses HWH einzeln gelesen ist das, was du zu sehen bekommst, du kleiner Gott. Das ist dein Besitz, JHWH. Und das ist Gag in Watt. Gag haben wir doch gehabt, das Ausgedachte. Aber das ist immer eine doppelt auf WW aufgespannte Art. Aber auch ein todbringendes Verbrechen, weil jeden Moment, den du denkst, wird mit dem nächsten Moment kapital todbringendes Verbrechen, da steckt das VR, bistabil erweckt, bricht es auseinander und fällt wieder in sich zusammen. Drum ist auch diese aufgespannte Existenz eine Welle, ein Glück, ein Unglück. UN aus aufgespannte, ist Glück, das was auftaucht, weil sonst wärst du ein Geist, der schläft ohne zu träumen und glaub mir, das ist scheißlangweilig. Es ist immer das HWH ist ein Kapitalisieren, das geht dann nach Untergang, Mutwille, das ist jetzt die klassische jüdischen Übersetzungsmöglichkeiten, je nachdem, wie wir es fokalisieren. Das HWH von J, der kleine Gott, HWH bedeutet positiv sein, sein, Gegenwart und Unglück. Es wird hier alles genau sehr, sehr einfach beschrieben, wobei wir hier schon etwas in die Zahlenwerte mit reingehen von der Hologrammatik. Aber jetzt machen wir hier mal weiter. Das ist ja, was ist denn die Nacht, keine Dunkelheit gibt. Da ist jetzt wieder dieselbe Verdrehung. Auch dieses Beispiel, was viele meinen, das ist sehr geistreich, ist überhaupt nicht geistreich. Es strebt eine Einseitigkeit an. Ich habe in einem der Selbstgespräche mehr darauf hingewiesen, dass du durchaus Dunkelheit oder Finsternis sehen kannst. Das heißt, ich kann jetzt die Augen zumachen, da wird es finster. Ich nenne das einmal Finster oder Dunkelheit. Wir nennen es einmal ganz einfach schwarz. Ich kann dann die Augen zumachen, ich kann die Hände draufhalten, dann wird es noch dunkler und du wirst merken, wenn du deine Augen schließt, jetzt rede ich wieder ganz normal, Trockennasenaffenempfindung, dass das nie ganz gleichmäßig schwarz ist, sondern flackert irgendwie. Da ist immer ist irgendein Flackern da, aber es ist schwarz. Das siehst du, die Dunkelheit kann man sehen. Kannst du hell sehen? Der behauptet übrigens, wenn wir das jetzt weiterlaufen lassen, das genaue Gegenteil. Hell kannst du nicht sehen, es gibt keine Möglichkeiten, wie sieht hell aus. Wenn ich jetzt auch finster, vulgo, schwarz, per Definition kann ich sehen, ich kann jetzt rein, mit geschlossenen Augen wird es schon finsterer, dunkler, das wird schwarz. Aber hell, wie sieht hell aus? Ja, jetzt schau mal aus deine Augen heraus und sag mir, was hell ist. Das, was du siehst, ist meinetwegen ein Bild, ein Schrank, ein Fenster, was auch immer du jetzt anschaust, das existiert in dem Moment, wo du es anschaust, aber ist ein Fenster hell oder ist eine Wand hell, ist ein Tisch hell? Jetzt sagst du, ja, ist ja logisch, ich sehe es ja nur, weil es hell ist. Es ist auch logisch, dass wenn du jetzt hier auf deine VR-Brille glotzt, ich sag mal, du schaust aus dem Fenster, Kolon in Hebräischen, ich spreche das einmal so aus, ich nehme mir die Freiheit, ich habe das erfunden, und du schaust dir jetzt einen Baum an, wo sich die Zweige bewegen. Siehst du den Wind? Genauso wenig siehst du hell. Du kannst wissen, was es ist. Aber Wind oder Licht, wo ich immer wieder darauf hinweise, es gibt keinen Menschen, der jemals Licht gesehen hat. Du siehst Erscheinungen, wo du unbewusst meinst, es ist Licht. Wir können jetzt einmal hier Videos aufrufen, ich erspare mir das, in irgendwelchen Labors, wo die dir dann das Laserlicht zeigen.
Ich sage, mach das einmal in einen staubfreien Raum. Die große Schwierigkeit ist, dass die gar nicht wissen, dass sie das Licht nicht sehen. Das ist mein altes Beispiel, ich blase einen Rauch rein und lasse einen Laserstrahl durch. Dann siehst du den roten Laserstrahl zum Beispiel. Ich sage, nein, das siehst du nicht. Du siehst kleine Partikel, die wir uns jetzt ausdenken, und sobald du den Laserstrahl einschaltest, leuchten einige dieser Partikel, werden rot. Du siehst weiße Partikel und rote Partikel. Wenn ich die Partikel wegmache, zeige ich mir den Laserstrahl. Du brauchst zumindest kleine Staubpartikel. Wir sind übrigens wieder bei unseren, wir machen einmal hier das, diese raumzeitlichen Spiegelungen, die wir jetzt uns vor uns hinstellen, das aber nur gewisse Pixel auf unserer VR-Brille sind, das sind Abirrungen, Abtrünnige. Das sind Spiegelungen. Und die sind AUB. Die sind selbst, die sind eine schöpferisch aufgespannte Polarität eines Totengeistes. Dieser unbewusste Zauberer, der ZAUB, wir können dann noch wesentlich mehr AUB-Radixen uns anschauen, du wirst dich wundern, wie sich immer wieder in Worte dieses AUB reinschmuggelt und das komplett anderen Sinn ergibt, wenn du das verstehst, was das im Gesamtzusammenhang von Holofeeling, im Gesamtzusammenhang der heiligen Schöpfung bedeutet. Gibt. Sie haben wieder Unrecht, Sir. Die dunkle. Ich muss übrigens schon wieder ganz normal zurückgehen. Bei jedem einzelnen Wort, wenn wir hier jetzt in unsere Nacht reinspringen. Sorry. Kleinen Moment. Ja, was ist die Nacht, wenn es. Wir haben das erste Mal hier. Die Nacht selber ist eine existierende Schöpfung. Ein Symbol. Diese die NA, immer einfach nur blau lesen. Es wird irgendwann einmal, wenn du die kleine Tabelle kennst, dann wirst du feststellen, dass du das automatisch machst. Das installiert sich so, wie du jetzt irgendeinen Scheiß interpretierst, wo dir vollkommen unbewusst ist, wirst du das geistreich interpretieren und wirst ein Dauerschmunzeln auf dein Gesicht haben. Selbst jetzt schon in deiner jetzigen Lebensphase. Die dir das erleben, wenn du auf solche Leute triffst, sprühen vor Lebensfreude. Okay, das NA ist das erste Mal das hebräische Wort für nicht gar gekocht, roh. Ungekocht, also noch nicht reif, könnte ich auch sagen. Es heißt aber auch, bitte, Bi in mir sind zwei Erscheinungen. Das weiß ich aber noch nicht, wenn ich noch nicht gar gekocht bin. Und die 8, das ist ein A, und dann haben wir hinten dran ja das Chet-D, und das heißt in Schrecken versetzt werden. Das ist der Furcht, Shin-R sind logisch berechnete Ecken, und du kriegst jetzt erweckte, logisch berechnete Ecken, du wirst erschrecken, weil du nicht das heilige Ganze siehst, sondern du glotzt, ich sage mal, jede Ecke in unserem Tetraeder-Kristall, den wir uns um uns herum ausdenken, der eigentlich eins durch, Uni, ich bin das eine, Versum in eins gekehrt, was Teilungen von mir sind, nicht irgendwelche Vielheiten, die sich unabhängig von mir da außen befinden, sondern Facetten von mir selbst. Das ist wie wenn du einen Diamanten, einen Kristall anschaust, der geschliffen ist und du schaust von außen die Facetten an. In Wirklichkeit steckst du in der Mitte drin und jede Facette, die du meinst von außen zu sehen, wenn du dich gedanklich um diesen Kristall herum bewegst, du bist immer im Zentrum und schaust nur in verschiedenen Blickwinkeln, in verschiedene Ecken rein. Wir drehen das, wir machen das Universum wortwörtlich in dem Kehrwert. Wir sind die Energie, das heißt das innere Wirken, das jetzt Blickwinkel anzieht. Wenn ich immer die Astrologie gehe, wenn wir die Radix-Horoskop nehmen, wenn ich immer prinzipiell sage, wenn du in der Mitte, du bist das Zentrum und du denkst dich auf die Oberfläche einer Kugel. Wo bist du jetzt auf der Kugel? Das heißt, du brauchst den Längen- und den Breitengrad und dann sagst du, da bin ich oder da bin ich. Nein, das, was du dir ausdenkst, ist in dir drin. Du bist auch jetzt schon immer die Mitte. Egal, wie du das um dich herum definierst, mein Wohnzimmer, meine Küche, München, Berlin, Jamaika, es spielt keine Rolle. Es ist um dich herum. Du bist immer das Zentrum, das ist hundertprozentig sicher. Punkt. Jetzt kann man natürlich auch dieses, das war jetzt ein unreifer Schöpfer, der in Schrecken ersetzt wird, N-A, Z-D. Wir können natürlich das N einzeln mal wegschieben als Vorsilbe und wir machen einmal das 8. Wir machen ein A dazu. Und dann wirst du feststellen, das ist 1. Das ist aber wichtig, im Hebräischen habe ich so oft gesagt, dass es eine männliche, es gibt männliche Ziffern und weibliche Ziffern. Das haben wir in der deutschen Sprache nicht. Und das ist jetzt das nochmal hier, das eine, die eins, aber weiblich. Ist der Unterbegriff des Schwester, da muss ich jetzt wissen, Schwa heißt nichts. Und Esther heißt, wo ich mich versteckt habe, in einem großen Geheimnis, wenn wir das eingeben. Das heißt, ich bin ein Nichts, das sich in seinem eigenen Geheimnis versteckt hat.
versteckt eckt hat. In dem Geheimnis, in dem es selber sitzt. Drum ist es echt, jetzt das Aleph als Elef vokalisiert, wird dann das Acht zu echt. Das erscheint dir alles so unheimlich echt, was du dir ausdenkst. Wie soll es dir denn sonst erscheinen? Es ist aber immer eine Kollektion. Die Acht ist nämlich unser Chat, in das du hineingesetzt wird, in Schrecken. Das Chat einzeln. Das ist die Acht, Chat, CH, wie in Ach, der achte Buchstabe. Denk an die Oktave. Bei der Oktave werden die sieben vorhergehenden Teile in eins zusammengefasst. Das ist immer, wie ich sage, Selektion, Kollektion, Selektion, Kollektion. Kann auch da wieder nur darauf hinweisen, dass das das lateinische Wort Kollektion, Kol, Lectio, da stecken die Lektionen mit drin, heißt das Zusammengeschmissene, ist eine Kollektion, ist auch gut eingedeutscht eine gewisse Auswahl. Und Selektion heißt auch Auswahl. Aber ich wähle aus einer Auswahl, wähle ich etwas aus. Und das ist unser Spiel. Jetzt denke ich an Deutschland, jetzt denke ich an München, jetzt denke ich an die Lübbertstraße, jetzt denke ich an das Haus, jetzt denke ich an das Zimmer, an den Laden, an die Schublade und jetzt kriege ich das bitte. Ich muss eine Kollektion, was rausselektieren, was wieder eine Kollektion ist, was rausselektieren und den Zustand, dass du dann Vorstellungen kriegst. Bist du so in eine winzige Facette an Unendlichkeit, die du selbst bist, hineinfokussiert, um dich zu materialisieren. Darum ist nochmal Materie, ist hochkonzentrierte Energie, ist hochkonzentrierter Geist. Und diese logischen Konstrukte, du siehst in 99,999% du, kleiner Geistesfunken in deinem Traum, nur logische Konstrukte eines Intellekts, das deine Meinung angeblich, es ist nicht deine Meinung, das ist was Gag-Ebenes. Das ist das, was dazu wirklich verstanden werden muss. Dass mir hier, ich fällt jetzt gerade ein, ich muss jetzt ganz kurz mal hier einschalten. Skypes cutten. Ein Update reingemacht. Raumzeitlich normal gedacht. Alles, was du dir jetzt denkst, ist relativ normal gedacht. Ich habe bloß, dass du siehst, wie tief das geht. Da habe ich jetzt hier ein Roland. Da könnte ich jetzt sagen, der Freund ist eine auseinandergeschmissene existierende Existenz. Der hat hier in diesen Ordner ein Stück weiter vorne hat er das reingestellt. Was ich ein Satz, den der Udo sehr oft sagt. Du kannst nur von oben nach unten sehen, aber nie von unten nach oben. Denn das kannst du nur grob ahnen oder dir auch gar nicht vorstellen. So wie ein fünfjähriger kleiner Bruder des 18-jährigen großen Bruder beim Spielen mit seinem roten Feuerwehrauto etwas von dessen Freuden sexueller Genüsse erzählt bekommt. Zappa, zappa. Das ist unser BC. Was jetzt hier wichtig ist, das ist ein Satz, das bringe ich immer wieder in vielen, vielen Beispielen, aber was jetzt verstanden werden muss, mein Kommentar dazu, das ist natürlich ebenfalls nur eine einseitige Aussage. Solange du personifiziert bist, ob du dich jetzt über ein rotes Feuerwehrauto, über Barbie-Football oder über irgendeinen Sexualpartner freust, zapper, zapper. Es ist immer einseitig. Das will ich und sobald du was willst, ist was da, was du nicht willst. Sobald du was liebst, ich sage immer wieder, die blaue Liebe ist eigentlich unvollkommen. Die rote Liebe ist wieder dark. Das sind Beispiele, die müssten unbedingt setzen. Ein Dark, wenn ich an einen Dark denke, ein Dark ist 24 Stunden. Jetzt ausgedachterweise. Und dieser Dark platzt in zwei Hälften auf. These an die These, das ist, die eine nenne ich Dark und die andere nenne ich Nacht. Und jetzt schon mal interessant aufpassen, dass du die helle, die Plushälfte, genauso nennst du wie das heilige Ganze. Und N8 ist die Existenz in der 8, in der weiblichen 1. Das Weib ist ja scharfes S hin, ich weiß. Das Beta ist ja, kann ich als scharfes S lesen. Ich weiß. Gut, jetzt machen wir mal die Liebe. Die rote Liebe ist allumfassend. Die absolute Liebe, das bin ich. Alles, was ich mir denke, liebe ich, weil es Teile von mir selbst sind. Und es platzt jetzt auf wieder in die zwei Hälften plus lieben und hassen. Solange du die blaue Liebe mit Liebe verwechselst, das ist es die Christen, wenn ich sage, liebe deine Feinde, die lieben gewisse Sachen und sobald du irgendwas liebst, muss was auftauchen, wo du nicht liebst. Das ist eine Selektion. Du stehst vor einem großen Buffet in einem Hotel und dann sind viele Speisen, viel Essen, Sein aufgebaut. Das ist dein momentanes Leben. So viele Seinsformen, die du durchleben kannst. Und du sagst, nein,
Ich esse nur das. Ich bin nur das. Alles andere will ich nicht. Sobald du aus einer Kollektion was herausselektierst und du sagst, das liebe ich, verstößt du alles andere weg und du reißt dich damit selbst praktisch in die Unbewusstheit. Studiere Selbstgespräche. Immer wieder. Nicht sagen, ah, ist logisch. Du sagst jetzt, das ist logisch. Wenn du das verstanden hast, hast du mit nichts und niemandem mehr ein Problem. Du läufst mit den Dauergrenzen durch die Welt. Aber du musst es installieren, nicht nur, weil es dir logisch erscheint. Das, was für Scheiß mittlerweile Scheiß ist, Shit, Ski, geschenkte Erscheinungen, was in dir aufgetaucht sind, was du dir ausdenkst in deinem Leben, was für dich angeblich wichtig ist, was du meinst, das ist meine Meinung. Du hast keine eigene Meinung. Das ist das Erste, was du irgendwann einmal begreifen wirst. Deine Meinung ist immer eine andere, die Meinung von anderen. Deine Religion, was dir gefällt, was dir schmeckt. Shin em ekt. Ich könnte jetzt eine raumzeitliche Geschichte machen. Ich denke mir jetzt ein Udo aus Anfang der 80er Jahre. Gewisse Modeerscheinungen. Da habe ich dann zu Bekannten von mir gesagt, wenn irgendwelche eure Idole, die ihr aus Medien und Bärschen kennt, wenn irgendeiner davon anfängt, sich Jauche, Odel, sagen wir in Franken, hin das Ohr zu schmieren, weil das Naturduft, wieder zurück zu natürlichen Düften, wir wollen weg von der ganzen Chemie und den ganzen schönen Krämerei, sich ein Odel hinter die Ohren schmiert, dann rennt ihr spätestens, wenn das beworben wird und im Fernsehen kommt, ein halbes Jahr drauf und lauft in die Laden und kauft in kleinen Fläschchen ein Odel für 50 Mark die Flasche. Und wenn du jetzt meinst, das ist krass, das ist so, das ist bis zum heutigen Tag die Welt, die du dir ausdenkst mit der Logik, für die du übrigens nicht kannst. Immer nochmal, ich nehme alle Schuld auf mich. Bist du schon ich? Frag dich, bist du schon ich? Nimmst du all die Schuld auf dich? Oder ist da noch irgendeiner in dir drin, den du ich nennst, der dir, egal was passiert, immer ganz genau erklärt, wer oder was dran schuld ist? An dem oder an jenen oder ob es dir schlecht geht? Du hast immer die genaue Erklärung, wer dran schuld ist. Aber der wehrt sich massiv zu sagen, ich bin schuld. Ich nehme all die Schuld auf mich. Das ist Christentum. Nicht dieses scheinheilige Geschwätz vom Besserwisserei, diese Heuchlereien und Lügen, die du dir ausdenkst und immer dran denken. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass nicht zu niemand, den ich in einer fiktiven Traumwelt ins Leben rufe, in einer Romanwelt als Charakter festsetze, dass ich dem vorwerfe in irgendeiner Form, dass er so ist, wie er von mir ausgedacht wird. Und wenn du das nur ansatzweise zu leben anfängst, als Geist jetzt, der du auch den Udo dir ausdenkst, weil dich die Welt um dich herum wie durch Zauberhand dein Denken praktisch, du bist immer noch ein träumender Geist, wie durch Zauberhand verändern. Also lass uns doch mal weitermachen. Jetzt kommt hier diese Einseitigkeit, ich kann nicht von oben nach unten sehen. Das ist natürlich ebenfalls nur eine einseitige Aussage, natürlich, und jetzt kommt diese Radix NTR, haben wir schon gehabt, wenn du eingibst, da kann man es anklicken. Jetzt hier natürlich nicht, weil das ein Video ist, bedeutet aufspringen, davonspringen, lösen, losmachen. Das ist die Natur, wenn was aufspringen wird. Das jede Gedankenwelle ist Natur. Und Licht, blau geschrieben, ist die Frische der Lebenskraft. Das ist natürlich. Jetzt kommen wir zu dem Wort ebenfalls. Das habe ich jetzt schon mal so in Bezug auf die vollkommene Einstein-Formel E-Quadrat. Ist m² mal c hoch 4. Das heißt, diese Energie ist jetzt Ben, nicht die polare Existenz, sondern das steht für Rot. Das ist der Sohn, der Gottessohn. Der Gottessohn ist diese Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass er sich selber vermehrt oder vermindert. Und da habe ich jetzt, sagst du mal, jetzt kann ich dieses Eben, denk wieder an Elef Aleph, auch als Ab-N machen, das heißt ihr Vater. Rein perfekte Grammatik, wenn ich das Hebräisch hinschreibe. Das ist der Vater der Frauen. Der Weiber, weiß. Ich weib. Das heißt auch ihre Gnospe, ihre Blüte, das Aufblühen von Frauen. Dann kann ich aber weitermachen, wenn ich das so lese, der geistige Schöpfer, das ist das Aleph und eine polare Existenz. Das hebräische Wort eben heißt erst einmal Stein. Jetzt habe ich natürlich viele Möglichkeiten für das SD und für das Ayin. Ich mache jetzt erst einmal ganz einfach eine raumzeitliche Erscheinung, das wäre 60-400 geschrieben, die nicht außen existiert. Da mache ich jetzt das Ayin von dem mit einem Aleph. Eine raumzeitliche Erscheinung, die nicht existiert, nicht, weil Ain heißt ja nicht existierend. Jetzt kommt dieses hier, O, des Greifen, des geistigen Lichtes. Ich hätte jetzt das GL auch noch da mit reinsetzen können, das Kreisen einer Welle. GL heißt ja Welle.
dann heißt unser Kreisen einer Welle, wenn du das anschaust. Ich habe jetzt aber gesetzt ganz einfach mal dieses Kreisen des geistigen Lichtes, Lüfe. Lassen wir das, kann man alles nachschauen. Setzt sich aus Ab und Ben zusammen. Jetzt sind zweimal zweier Radixen gelesen und dann machen wir das Ab aufblühen und Ben hast Sohn. Das ist das Aufblühen des Sohns. Der Sohn ist das Aufblühen einer Balan-Existenz. Beachte die Farbgebung. Wir können nämlich auch geistig Ab Ben lesen. Das ist der Vatersohn. Ich bin eins mit dem Vater. Das übrigens wurde mir bewusst in meinem 33. Lebensjahr als Jesus. 33 ist Galliskak. Mir wurde bewusst, dass alles, was von mir ausgedacht wird, GG geschrieben, eigentlich nur Gedankenwellen sind. Gall geschrieben, auch 3-3. Ist das aufgeblühte in der Welt sichtbare Sohn? Das bin ich. Der Brösel jetzt. Das Pixelmännchen da unten. Hier. Aber ich bin ja du. Genau genommen ist der Gedanke nie ein Gottessohn, darum ist jetzt das ein Brösel, wie ich das nenne. Brösel können wir auch wieder auffächern. Der Jesus-Pilz. Habe ich das Video schon ein paar Mal reingegeben. Ist der Vater-Sohn der Eckstein, auf dem alles ruht? Der Geist im Menschen, der weiß, ich bin eins mit dem Vater. Und immer dran denken, ich bin du. Es geht nicht um diesen ausgedachten Udo. Das ist nur ein Lautsprecher jetzt, ein Pixelmännchen. Kann auch ein Trockennasenaffe sein in einer gewissen Entfernung vor dir. Aber dann bin ich auch Pixel auf deiner Farbbrille. Da bist du aber dann schon im höchsten Zustand der Vergessenheit. Wenn du Udo jetzt meinetwegen dir, Tier, T-I-R, du denkst, jetzt hast du mal dich als Tier aus. Und aus diesen Augen des Tiers siehst du jetzt in einer gewissen Entfernung ein Udo vor dir stehen. Wobei das, was du siehst durch die Augen des Tiers, sind die Zäpfchen, die Zapfen, habe ich schon gesagt, auf der Feuerbrille. Das ist das Symbol deiner Becken, deiner Augen. AGN. Wenn du das jetzt immer wiederholst, wird du plötzlich einen Klick machen und dann ist es wirklich so einfach wie das kleine 1x1 für einen 13-Jährigen. Wenn er kein Volldepp ist. So haben wir in Franken. Darum, so spricht der Herr JHWH, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein auf der Fest. Dass der gegründet, wer glaubt, wird nicht ängstlich sein. Das musste ja mal gesagt werden. Also wohlgemerkt, ich habe jetzt nur ein bisschen dieses Eben beschrieben. Ein Gottessohn kann sich selbst bewusst nach unten. Und jetzt pass auf, unten bedeutet, dass ich klick's hier kurz einmal an. Da haben wir jetzt einen Riesenschwall. Das ist deshalb ein Schwall, weil das mit einem Waff beginnt. Das ist UNTN. Unten. Wir schauen uns das ND einzeln an, darum hast du es und geben, gegeben, übergeben, Name, er gab, übergab, er stellte, er wird, bla 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 bla, könnt ihr euch durchlesen. Was mir wichtig ist dabei, habe ich jetzt hier das Wesentliche gemacht, unten bedeutet ein, das U steht auch für verbunden rot geschrieben, ein verbundener Geist ist diese Energie des Gottessohn, geben. Ich mache auch mal G, Geist ist eben, kann man klein schreiben. Das heißt aber auch übergeben, haben wir gerade gesehen. Das heißt U, eine aufgespannte existierende Öffnung, das heißt auf- und abschwingen, ist ein U mit zwei Bündchen drüber, das ist eine polare Existenz, die erweckt wird. Das ist über den Geist, der eben ist. Dabei? Meine Toni Brösel auch? Okay, das heißt aber auch ergeben. Jetzt haben wir ein erwecktes GB, wir haben wieder unser 2. Erinnere dich, auftauchen, Berg, Höhle, zack, 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 das, dieses GB-Radix. Habe ich so oft erklärt. Wird zu einer augenblicklichen Existenz. Und Gag eben werden. Gag ist das Ausgedachte, wird plötzlich eben. Weil das ist Gleichzeichen. Das wir normalerweise setzen, was ich zum Beispiel sage, 5 plus 5 ist 10. 10 ist der kleine Gott. Jetzt drehen wir das in die Transversale. Dann wird das Rot, das ist Gleichzeichen, ist die Nulllinie. Das Rote unten. Das I, das rote I ist der kleine Gott und drüber haben wir jetzt 5 plus 5 und das ist die Gedankenwelle. Das ist die 10, ist die Synthese von zwei Wahrnehmungen. Das bin immer ich und darum ist das was nicht Denkbares. Okay, und das ist jetzt, ich mache jetzt extra mal ohne das U vorne, dass du das noch siehst, das ist jetzt der Nadan, das heißt ergeben werden, der erweckte Geist wird eben, der Erwachte müssen wir jetzt sagen, erweckt ist ja schon wieder, merke den Unterschied zwischen erwacht in der 8, in der weiblichen 1 im Zentrum, oder erweckt, doppelt aufgespanntes Eck. Mach immer die Vorabrede so. Werden ist doppelt aufgespannt, erwecktes Urteilen,
erlauben, ganz interessant, schauen wir haben unser AOB wieder. Das erweckte Licht ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Geben, Gag, eben werden, das Ausgedachte wird plötzlich eben. Deutsch ist unheimlich wichtig, das Deus, das Deuten, die göttliche Sprache, die die Radix des Hebräischen, das aus dem Jenseits kommen, das Ivri, nochmal, das ist das Eber, das heißt Hebräisch. Das haben wir jetzt erst einmal diese Embryo Vödus, Vergangenheit, das ist immer nur eine Seite, darum hast du es auch einherziehen, hinübergehen, schwängern, das, du merkst, das hängt es irgendwie, du gehst schwanger mit der Vergangenheit, die du dir ausdenkst. In dem Moment, wo du sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren, glaubst du, du bist der sterbliche Trockennasenaffe, weil sobald nämlich ein Geborenwerden da ist in der Vergangenheit, entsteht im selben Moment ein Vergehen, ein Kommen und ein Gehen. Aber du denkst dir den Punkt, das, wo du entstanden bist in die Vergangenheit und wo du dich wieder auflöst in die Zukunft. Es gibt keine Vergangenheit und Zukunft. Jetzt denk an die 200 Gramm rote Knete. Jeder Gedanke, der in dir entsteht, zerstört den bestehenden Gedanken. Es passiert immer jetzt. Das ist hundertprozentig sicher. Und umso mehr du das immer wieder wiederholst, wirst du feststellen, wie unendlich geistlos die Elite der von dir ausgedachten Menschen sind, die überhaupt nichts dafür können. Das sind die Spiegelbilder deiner eigenen bisherigen Geistlosigkeit. Ich sag nochmal, du kannst dir keinen wissenden Menschen ausdenken, wenn du nicht selber was weißt. Wie war das mit unserer Kiste? In einer Kiste, die du dir ausdenkst, ist bloß das drin, was du dir hineindenkst. In jedem menschlichen Kopf, den du dir ausdenkst, der hier und jetzt durch dein Denken entsteht, ist nur das drin, was du dir hineindenkst. Was du in deinen eigenen ausgedachten Kopf nicht drin hast, kannst du dir auch in keine anderen reindenken. Oh, du sagst dann wieder doch, da gibt's ja so viele Gescheite, die viel besser und gescheiter und mächtiger sind wie ich. Und indem du dir den gescheiten Mächtigen ausdenkst, entsteht im selben Moment ein dummer, hilfloser und du sagst, ich bin ja bloß der. Und der Gescheite bin ich ja nicht. Da will ich vielleicht einmal hin. Nee, du bist der, der sich jetzt schon beides ausdenkt. Das ist hundertprozentig sicher. So, jetzt haben wir nur, merkt ihr, diese kleinen Wörter ein bisschen genauer angeschaut. Jetzt heißt also nochmal, ich kann mir als bewusster Geist etwas bewusst nach oben denken, aber auch bewusst, das war jetzt nach unten, diese UND-Radix, NTN-Radix, aber auch bewusst nach unten denken. Oben, O, unsere kreisende polare Existenz, DN hast Urteil, Ken hast Fundament. F unter, die Facetten sind eine Welle, die Facetten einer Welle, Mendior, etwas über mich drüber legen und Lügen verbreiten. Ein bewusster Gottessohn kann bewusst, ausgedacht, oben und unten existieren. Wenn ich jetzt sage, als Gottessohn bin ich doch ein Gott, dann kann ich mich in den Himmel hochdenken, als Quelle allen Seins, und dann lasse ich den Menschen, die ich unter mich stelle, hierarchisch gesehen, lasse ich was einfallen. Ich kann natürlich jetzt die biblische Metapher sagen, als Gottessohn bin ich ein Gott, bin ich ja immer, und dann hole ich aus meiner tiefsten inneren Tiefe, meines Abyssus nennt man das, aus meiner Tiefe heraus, hole ich etwas und schieb's nach oben, erzeuge Gedankenwellen und dann taucht in meinen Tiefen da oben was auf. Aber genau genommen bin ich als Quelle eines Seins nicht oben, nicht unten, sondern die Mitte. Eben, eben. Okay, und jetzt habe ich da einen Sonnendenkst, den tue ich ja mal ganz, ganz kurz einspielen. Das ist jetzt natürlich richtig schön breit, wenn man liest es wie eine Fremdsprache. Bald bist oben, bald bist unten, bald bist verloren und bald wirst gefunden. Ja, es ist Dialekt, Dialektik, etwas auseinandergeschmissenes, Dialektor. Und jetzt sollen wir einfach mal unsere hebräischen Zeichen einsetzen. Und dann wirst du feststellen, plötzlich taucht das Beoid, das ist übrigens ein Trümmerhaufen, der sich öffnet. In einem Trümmerhaufen, der sich öffnet, bist du oben. Das haben wir schon. Eben, Aben. Das ist unser E-Quadrat, unser Sohn. Weil das A nämlich auch A, B, N, die 1 auch ein O sein kann. Und Beut bist unten. Lies oben. Beut bist verloren. Jetzt habe ich da ein Boge, der Brösel, der jetzt vor dem Computer zu sitzen glaubt, bist verloren. Weil wenn du an den Körper nochmal denkst, löst er sich wieder auf. Der hier, wo der Finger hindeutet, ist da jetzt irgendwo ein Finger. Und Beut wirst gefunden. Wir. Rot geschrieben. Wir, die wir uns die Brösel, ich, ausdenke. Beut bist wer und beut bist nix und dann fressen die dich fix.
Beut heißt ein Kreuzer, das ist ja fast fränkisch, weil wir ja alles gern weich machen in Franken. Weich übrigens wie ich. Beut ein Gulden und gleich drauf. Die Welle ist ein Trümmerhaufen. Ist eine Generation, die aufgeht in dir, die auf. Schon wieder Schulden. Das Radl draht sie, obeidei, oberselden, wenn man gescheiter. Aber selten werden wir gescheiter, geschieden. Das ist die Affen. Das ist das Liedchen dazu. Das lassen wir jetzt aber nicht laufen. Ich wollte euch das bloß dir, kurz zeigen, wie tief jedes Wort geht, wenn man anfängt mit Holofeeling, fächert sich das auf, dass du ein Gefühl dafür kriegst, was da eigentlich abgeht. Das machen wir jetzt mal weg und dann machen wir unser Ding weiter. Unser Ding. Das ist ja das Ding. Ist ja die Realität. Realis res. Die Sache, das Ding. Habe ich so oft angesprochen. Das ist übrigens hebraisiert, wenn man das Ding jetzt dien, dann Radix. Dien ist zuerst einmal das Gericht, das Gesetz und der Gesetzeslehrer, und das ist dein Geist, das ist D-I-N-G. Das ist das Ding. Der Gesetzeslehrer ist dein eigener Geist. Ich weiß ja nicht, ob ich es dir schon mal gesagt habe, ich bin in Wirklichkeit bin ich nämlich du. Oder wenn ich immer meinst, ich will mir für einen Gedanken den Arsch so aufreißen, die Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, die sind mir vollkommen gleichgültig, so wenig wie das Meer, der immer ist, sich Gedanken über seine Wellen macht, obwohl es seine eigenen Gedanken sind. Merkst du, ich widerspreche mir laufend. Nein, ich bin in der Welt der Perspektiven, in dieser Ameisenwelt jetzt gezwungen, dir die eine Seite zu erklären, dann die andere Seite zu erklären und dann die andere Seite zu erklären. Und was ich erkläre, erkläre ich immer jetzt und dann gibt es eine Kollektion, wenn du die Gedankengänge mitgehst. Es keine Dunkelheit gibt. Sie haben wieder Unrecht, Sir. Die Dunkelheit ist die Abwesenheit von etwas. Ja, man kann ein bisschen Licht haben, normales Licht, helles Licht oder sogar grelles Licht, aber wenn du konstant kein Licht hast, dann hast du nichts und das nennt man Dunkelheit. Und es ist jetzt genau gespiegelt, was er sagt, das Licht siehst du nicht. Das Licht als Ding an sich, rot geschrieben, ist Energie, die überhaupt nicht in Erscheinung treten kann, wie der träumende Geist, als Ding an sich, Ding, das Wesentliche, der Gesetzeslehrer an sich, nicht selbst im Traum in Erscheinung treten kann. Das war die eine Aussage. Selbstverständlich kann ein träumender Geist in seinen eigenen Traum in Erscheinung treten. Aber das, was in Erscheinung tritt, diese Gedankenwelle, ist nicht der träumende Geist, der immer ist. Das Prinzip musst du verstehen. Den Unterschied zwischen roter Liebe und der blauen Liebe, die nur eine Seite darstellt. Und die Abwesenheit von irgendetwas ist immer so eine Sache. In der Welt der Perspektiven ist nicht nur eins abwesen, sondern viel abwesen. Jetzt könnte ich wieder ganz genau sagen, wir machen als Chat, als Kollektion einmal deinen Heimatort. Und jetzt schau mal, was du davon siehst. Die Bilder, die du hast, jedes Bild, das du anschaust, erfordert die Abwesenheit von vielen anderen Bildern, die möglich sind in diesem Ort. Oder schon in deiner Küche, in deiner Wohnung. Jedes Bild, das du hast, ist die Abwesenheit von vielen Bildern dessen, was du Wohnung nennst. Ich mag es immer, es gibt keinen Berg ohne ein Dorn. Und solange du Einseitigkeiten anstrebst, egal ob das politische oder religiöse Einseitigkeiten sind, solange du mit irgendetwas nicht einverstanden bist, hast du nicht einen Hauch von Ahnung, was wirklich rote Liebe bedeutet. So, und jetzt, wenn du ganz das nochmal wissen willst, dann setz dich hin und liest da mal ganz in einer Märchenform die Christusgeschichte an. Fordere dein Wille geschehe. Nichts verändern wollen. Dieses Dasein, es ist eine biblische Figur. Eine Märchen, jeden, wo du dir ausdenkst, ob du an Christus oder an Teufel dir ausdenkst oder an Gott ausdenkst. Es sind Gedankenwellen. Der sich's ausdenkt, ist viel mächtiger wie diese Dinge. Stimmt's? Also in der Realität gibt es Dunkelheit. Realität. Das ist immer wieder so eine Sache. Ich schaue mir Chancen nochmal an. Ganz normal zuerst das deutsche Wort. Da haben wir real. Die Berechnungen Gottes. Jetzt haben wir das Re alleine, kann man natürlich vielfältig lesen. Aber ich will das nur, diesen Satz habe ich so oft gesagt, das ist die Wirklichkeit. Was ist die Wirklichkeit? Das Wir. Wirklich. Jetzt haben wir da viele Möglichkeiten. Das sind wir. Wir schauen uns einmal in Rot an. Das wirkende Licht. Ich mache mein Tee hinten dran.
W-I-R, rot gelesen. Verbundener göttlicher Kopf, ist die rot gelesene Sache. Verbundene, vereinigt, ein nicht existierender Gott, göttlich und der geistliche Kopf dazu. Das sind wir. Jetzt könnte ich jetzt hier sagen, wir, wenn ich ein K hinten dran setze, das K hinten macht, dann heißt dann dein. Aber wir machen jetzt einmal das KL einzeln. Weil KL, ich. Dieses Koll heißt das Ganze. Wir sind das Ganze, die Gesamtheit, die Ganzheit, die Gesamtheit von allen. Jetzt haben wir KL, das ist die Verbindung in diesem Kopf, aus dem alles ausgedacht, herausgedacht wird, natürlich nur in einer Vorstellungsform. Aus dem Kopf selber geht dabei nichts heraus im träumenden Geist. Wir stellen das einfach nur vor, imaginär vor uns hin. Zwei Seiten. Okay? Wirklich. Und wir, diese Gesamtheit, sind das rot geschriebene Ich. I-Chat. Das ist das göttliche Kollektiv. Wir können das natürlich auch blau machen. Dann wirst du, sobald du blau wirst, DR heißt beöffnete Berechnung, das heißt jetzt Generation, es generiert was, und du wirst jetzt zu einem limitierten persönlichen Wissen glauben. Ein Oni-Ego. Das ist der, der dir permanent reingrätscht, sagen die Fußballer. Das rote Ich Bin ist die Lampe im Projektor. Ich flackere nicht. Das, was flackert auf der Leinwand, das macht dieses Programm. Das ist dann diese Reihe von den vier Ichs, die man genau zigfach in Filmvariationen in den selbstgeschriebenen sich anschauen kann. Und Kite, K heißt wie buchstabiert. Und in dem Moment, wo du was gefügig machen kannst, kannst du es nur gefügig machen, wenn du das anfängst, anders zu buchstabieren. Wir können jetzt von der Gesamtheit, dieses Koll kann man alle davor machen, der Schöpfer, das nennt man dann Akol. Und jetzt kriegst du plötzlich das hebräische Wort für Essen, das ja im Lateinischen Sein bedeutet. Ich hab dich zum Fressen gern. Wieder Ver-Z-Ehren, die Geburten ehren. Fang an, alle Geburten, diese in dir erwachten Geburten, Z, fang die an zu ehren. Als Imperfekt gelesen, ist nämlich interessant, Aleph heißt ich werde, ich kann, heißt es dann ich bin alles. Ich esse alles. Gott isst alles. Essen und Essen. Und dann wird es rund. Wenn man sich das einmal angeeignet hat, kann man sich letztendlich die Kite, die Heid, durchbuchstabieren, alles gefügig machen, weil du die Freiheit bekommen hast, alles, was du jetzt einseitig auslegst, genau andersseitig auszulegen. Es spitzt sich ja nur eh sowieso alles in deinem Kopf ab. Jetzt kennt man natürlich die Dunkelheit, die Finsternis, die ja ganz am Anfang schon in der Tora drin ist, dass das eigentlich nochmal was ganz was anderes heißt. Das ist nämlich das Chashak, das Hebräische, im Anfang schuf Gott. Ich fahre mal da ganz kurz rein. Schau, das ist diese, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Das ist also hier diese kleine Bezeichnung, wo ich schon darauf hingewiesen habe, dass also dieses und wieder, das war vorherst und, Chash. Ich mache das einmal Chashak mit einem Kaff da hinten. Das ist jetzt das klassische Wort hier und Finsternis, Dunkelheit, Unwissenheit, das Dunkel, das bedeutet diese Radix. Jetzt muss ich aber wissen, einzeln, wir machen das und weg, siehst du, jetzt fällt nur das und weg, dann ist das und vorne weg, Dunkelheit. Er schonte, er sparte, er rettete, er wurde dunkel, finster. Dunkel werden, unbedeutend, niedrig sein. Jetzt ist aber interessant, wenn ich jetzt das Chash einzeln lese, dann hast und dein Chash. Es wird hier in dem klassischen bloß mit eilen, dein Umhereilen übersetzt. Eilend, eilig, er dort eilig. Jetzt muss ich wissen, dass natürlich das Ei mit 70 geschrieben ein Trümmerhaufen, sind die Lichtenden. Genau genommen ist es die Grundform von Chash. Ich gehe mal da rein. Das heißt Sinn, Gefühl und Empfinden. Professor und Student. Jetzt habe ich den Rest nicht. Kleinen Moment, da wollte ich hin. Du sollst mir irgendwann einmal, wenn mir Mühe geben, mich besser auszudenken. Nobody is perfect. Okay, das Chash, das ist die Grundform von Chosh und das heißt eigentlich Sinn, Gefühl und Empfinden. Das Empfinden, das Gefühl, die Fähigkeit, dann heißt ja dieses Chashak und dein Sinn, dein Gefühl, dein Empfinden. Da steckt der Sinus wieder drin. Erinnere dich an den Sinus. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das Sinn ist immer, es braucht ein Vorhergehen. Das ist nur eine Hälfte. Nochmal.
für absolute Schwerbegriffliche. Lateinisch Sinn. Dieser Satz ist ganz wichtig. Immer aber, wenn das etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist, da ist schon die große Übersetzung. Wir haben jetzt hier 1869. Denken wir uns jetzt in die Vergangenheit, sind die schon voll im raumzeitlichen Denken, denke ich mir jetzt. Das heißt, es gibt nur einen Berg, wenn vorher ein Tal war. Muss danach natürlich auch wieder ein Tal sein. Jetzt ist es hell, vorher war es dunkel und es wird wieder dunkel. Das bedeutet es. Mit einem E hin dran sinne heißt es dann ohne. Die Conditio sine qua non, die Bedingung, ohne die nichts geht. Es gibt keinen Wellenberg ohne ein Wellental. Es gibt keine Krankheit ohne Gesundheit. Es gibt keinen Lärm ohne Stille. Die Stille wird, aus der Stille wird der Lärm herausgehoben. Aus der Gesundheit wird die Krankheit herausgehoben. Wie muss ich das verstehen? Pass auf, schauen wir uns das einmal an. Wir wissen, para. Ach, jetzt muss ich dann Pause machen. Jetzt schwächelt der Udo. Para. Schau. Parosh, das heißt im Kopf. Para. Im Kopf wird was erschaffen. Dieses Para bezieht sich schlichtweg und einfach nur auf die Schöpfung, erschaffen durch Gott. Ein Gott braucht aber einen Affen. Das ist immer wieder so eine Sache, ein Computer braucht ein Programm. Wir sagen, Gott ist der Computer, das Programm ist der Affe und dann haben wir die Bilder. Das ist erschaffen. Bara ist ein reines Erschaffen durch Gott. Wenn ich jetzt diesen Schöpfer am Ende, wenn ich da ein I draus mache, Bari, dann kriege ich die Genesung, die Gesundheit, die Vollkommenheit. Das ist gewiss, bestimmt, klar und sicher, was ich dir jetzt erkläre. Es kann welche geben, die da mit mir diskutieren wollen drüber. Betonung liegt auf Tieren. Ich unterhalte mich nicht mit Tieren. Nur mit Geist von meinem Geist. Also nochmal, die Menschheit, die du dir ausdenkst, die Medim, diese Toten, die ihre Toten selber begraben, das Problem löst sich von selbst. Jetzt haben wir die Gesundheit, die Vollkommenheit, dazu brauchen wir aber die Chol. Jetzt, das ist das Weltliche. Das Profane, das, was wir uns ausdenken, vor uns hin aufmauern, materialisieren, das Weltliche, profan. Obwohl Beben, könnte ich schon die Polarität eigentlich eben ist, die vor Angst zittern, wenn ich die fange an zu wahrzunehmen. Das ist Keul, dieses Weltliche nehme ich wahr, das H ist er, H ist die Wahrnehmung. Dann kriege ich das Erkranken, das Kranksein, das Schwachwerden. Das heißt, das Pri braucht das Kolla. Es gibt keine Krankheit ohne Gesundheit. Das heißt, ohne den Bara, ohne den Schöpfer Gott, der sich dann das Weltliche ausdenkt, das in Facetten gedacht nicht mehr heil, nicht mehr vollkommen ist, sondern ihm krank ist. Ist doch logisch, oder? Jetzt müsste ich da wieder reinfahren, das habe ich jetzt gemacht. Die Nacht, die Dunkelheit, wir schauen mal, was er noch schwätzt, habe ich gerade ausgelöscht. Das ist auch so eine Sache mit der Dualität. Dual, du Gott. Und dein Intellekt erzeugt die dort. Zum Beispiel. Dual ist natürlich immer der Unterschied, wenn ich immer wieder von der Dualität reden tue. Diese klassische Spannung. Spanne ich jetzt was so auf, aus einer Mitte, die Mitte, die nicht existiert, sondern bloß der eine Pol und der andere Pol. Oder spanne ich es so auf? Das sind jetzt du, heißt ja, die Dual sind zwei. Man ignoriert die Mitte, kann es eigentlich gar nicht geben. Jetzt denk an die Singularität. Singularität haben wir doch nochmal, wenn das Gegenteil etwas vorhergegangen ist, die Sing, und dann machen wir hier, der Geist wird so aufgespannt, Licht, Gull. Jetzt kommt ein Frohlocken vor Laugen, weil mir klar ist, dass ich aufgespanntes Licht bin, wenn ich jetzt dieses bewusste Gall, die Unterform von Gall, haben unsere Welle. Rolle weg, du, wälze dich. Das sind nämlich diese ganzen Gallradixen, wenn du mal das GL eingibst. Schau, wir können mal Folgendes machen und dann machen wir jetzt nicht nur das ganze Wort, sondern wir machen das am Wortanfang. Geht auch. Und dann siehst du, wie sich das aufbaut. Die Trümmerhaufe, die Steinhaufe, das geistige Licht,
dann kommt das Offenbaren, diese Welt, die zu einer Schöpfung wird, wird ein Augenblick drehend, zwei Facetten, bar heißt das Äußere, die das Äußere werden. Ich sage jetzt wieder, wenn du zu den ersten 100 oder 400 gehörst, dann hast du das mittlerweile drauf. Dieses Offenbaren übrigens ist 3-4. 34 kann ich 3-4 lesen. In dem Moment, wo ich jetzt 3-4 lese, wir gehen da einfach mal rein, wir schauen mal den Wert 34 an, kommst du zum Gatt. Das heißt, sagst du mal, ich bringe dich, ich werde dich bringen, ich werde dich wohin bringen. Okay, jetzt hast du ins Exil gehen und wir machen jetzt ganz einfach mal hier in dem Gatt, wenn ich jetzt da runterfahre. Berichterstatt über die Stockwerke der Transversalen, das Ausreichende, das Genügende, dann kommt das Klatschen, die Wellen, Ober, die Oberwellen, die Grundwellen, das ist immer noch, warte, ich muss da ein bisschen, ach, Entschuldigung. Jetzt machen wir GD, das ist jetzt 3,4, das kann ich ja 34 lesen, siehst du, 3,4, das wird jetzt die rote 7. Die rote 7 ist die Vollkommenheit, die Vielheit, das ist der Glücksgott und das ist Jupiter. Das ist unser Spiel. Gazera, die Welt ist Gazera, sagt man. Okay? Das ist geil, wenn wir runterfahren und du wirst merken, dass das lückenlos zusammenhängt. Du kriegst erst eine Ahnung, einen Hauch von einer Ahnung, dass im Anfang war das Wort. Keine religiöse Spinnerei ist. Alles, was geworden ist, ist Wort, wenn du das jetzt nochmal durchliest. Und die Menschen in der Finsternis wissen nichts davon. Es ist so, wenn du eine Zeitung vor dir hast und du liest, sind dann nur Worte, geschriebene Worte. Und sobald du anfängst, Geräusche draus zu machen, fängst du das an zu interpretieren, ob du ein Märchen buchst oder eine Zeitung liest. Ich fange jetzt nicht nochmal an, dass wir reinspringen in die Physik in Nullpunkt Gottes, was ist eine Illusion und was ist eine Halluzination. Alles, was du mir zeigst, stimmt hundertprozentig. Du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Dass auf irgendeiner Internetseite oder in einem Buch was drinsteht, was nicht wichtig wäre. Denk an unser Autobeispiel. Dein Problem liegt die Interpretation, die Vorstellungen, die du aus diesen Worten machst. In Maßsetzung einer Logik, wo du meinst, es ist dein Glaube, das ist dein Wissen. Es ist was Gegebenes. Ein Leben ist ein Geschenk. Und die größte Sünde ist es, nicht mit Freude zu leben. Egal welche Rolle du spielst. In Gedanken erklären. Sie benutzt die Elektrizität und den Magnetismus. L ist Gott. Eck. L-Eck sind Tri. Das sind drei. Das ist mein Spiegeleck. Ich strecke eine Ecke. Das Eck selber, es gibt immer nur eine Ecke, wo du dich hinein fokussierst. Wir machen jetzt ganz einfach mal dieses Elef, unendlich viel, und der Kaff dazu, das ist jetzt Eck, und du wirst jetzt feststellen, das heißt allein, gewiss, eben, ich habe hier so den kleinen Satz gemacht, Eck als Ecke lesen bedeutet eben jetzt, nur bloß, genau, gewiss, doch eben, in meinem Bewusstsein erscheint immer nur das, was gewiss, eben nur jetzt als ausgedachte Erscheinung gerade da ist. Jetzt haben wir einen Satz draus gemacht. Und jetzt, wenn ich jetzt hier das ganze rudimentär holo feeling technisch hebräische Grammatik mache, hast du es deine Schöpfung. Das ist das Geheimnis. Das ist übrigens nicht nachgequatscht, was ich dir sage. Ich quatsche nicht nach, ich denke selber. Schon seit sehr, sehr langer Zeit. Jetzt merkst du jetzt, der Magnetismus. Da haben wir zuerst einmal einen gestaltgewonnenen Geist oder das Meer als Geist. Mag ist der große Zauberer. Das ist die Magie. AUB, der Magier, der göttliche Kopf. Zauberer hat RR, sind zwei Sachen, die erweckt werden. Der Zaubermeister. Dann kommt das Net. Ed immer dran denken, NET. Das heißt, wir werden zur Zeit. Enet, existierende augenblickliche Erscheinung. Wir sind die Zeit. Wir sind die Wellen, obwohl wir nicht die Wellen sind. Wir sind im Meer. Sind jetzt die Wellen das Meer oder sind es nicht das Meer? Denk an Aristoteles. Wenn sich was widerspricht, kann bloß eins davon stimmen. Was ist das für ein Blödsinn? Was sind Menschen, wie geistlos sind Menschen, die solche Sätze zu
Lebensweisheiten von angeblichen Idioten der Vergangenheit ihre Lebensweisheiten draus schöpfen. Aristoteles, was ganz was Großes. Selbstverständlich, aber nur ein bisschen. Das ist wie der Kabelstecker. Er kennt nichts von den höheren Ebenen. Das ist eine riesen Sackgasse, wo er reinfährt. Du wirst merken, das gilt übrigens auch dann für vielen anderen großen Griechen. Ich schmäle das jetzt nicht. Verstehe bitte, ich sag nicht, dass der Kabelstecker nicht wichtig ist. In Bezug auf das Ganze. Einzeln gesehen ist ein Nichts. Und genauso ist es mit jedem Philosophen. Was ist irgendein Philosoph oder irgendein mächtiger Mensch, wenn du ihn nicht ausdenkst? Wenn du weißt, dass du ich bist, ist dir das klar. Wenn du dich noch mit deinen Gedanken von dir verwechselst, wirst du so lange leiden, bis du begreifst, dass du ich bist. Und jetzt lasse ich es gut sein. Ich sag tschüss und spiel noch eine Runde Traumfigur.